Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen DBU Digital Online Salon. Schick und zirkulär, Businesslösungen für eine zirkuläre Textilbranche. Ich freue mich sehr, dass wir eine so hohe Zahl an Teilnehmenden haben und es zeigt uns, dass wir uns offenbar ein interessantes und aktuelles Thema für unseren heutigen Online-Salon ausgesucht haben. Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde ist eine Schlüsselfrage für die Menschheit. Egal ob Energie, Fläche oder Rohstoffe, schon jetzt übersteigt die Nutzung der natürlichen Ressourcen die Regenerationsfähigkeit der Erde. Und der Trend ist hierbei ungebrochen. Die globale Rohstoffentnahme wächst weiter und ein schonender und effizienter Umgang mit Ressourcen ist damit eine ganz zentrale Schlüsselkompetenz für eine nachhaltige Entwicklung. Die Textilindustrie ist dabei ein Spiegelbild dieser in verschiedensten Bereichen stattfindenden Entwicklungen. Die Branche verursacht mehr Treibhausgasemissionen als alle internationalen Flüge und der maritime Schiffsverkehr zusammen. Dazu kommen chemische Belastungen von Gewässern durch Pestizide und Färbemittel. Dazu kommt Mikroplastik, das mit der Wäsche in die Gewässer gelangt. In immer kürzeren Zeiträumen produziert die sogenannte Fast Fashion neue Designs und neue Kollektionen, um die Nachfrage zu befriedigen und neue Nachfrage zu generieren. Viele haben erstaunt in der Corona-Krise gehört, dass Bekleidung ein schnell schlecht werdendes Gut sein soll, dass innerhalb weniger Wochen nicht verkaufte Kleidungsstücke angeblich völlig wertlos entsorgt werden müssen. Ich glaube, all das macht deutlich, dass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt. Kleidungsstücke werden immer billiger, immer kürzer getragen und immer schneller weggeworfen. Die Textilbranche funktioniert in großen Teilen damit, wie andere Branchen leider auch zum großen Teil als eine Linearwirtschaft, die nach dem Motto Take, Make und Waste funktioniert. Anstatt wertvolle und endliche Rohstoffe zu gewinnen, Produkte daraus herzustellen und am Ende der Nutzung auf den Müll zu werfen, brauchen wir eine echte Kreislaufführung, eine Circular Economy. Das Konzept der Circular Economy geht über Ansätze der Ressourceneffizienz und der Ressourcenproduktivität hinaus. Sie stellt einen Paradigmenwechsel dar und zielt auf eine naturverträgliche Gestaltung von Wirtschaftssystemen ab. Circular Economy umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Produkts von der Rohstoffgewinnung und dem Design über die Herstellung, die Nutzung bis hin zum Nutzungsende und der Rückgewinnung von Wertstoffen. Und mit einer Circular Economy können sowohl ökologische Ziele wie der Klimaschutz und Ressourcenschonung verfolgt werden, als auch ökonomische Ziele wie Wettbewerbsfähigkeit, Rohstoffunabhängigkeit und Beschäftigungssicherung. Das heißt, eine Circular Economy ist nicht nur ein notwendigerweise zu erreichendes Ziel und eine zu lösende Aufgabe. Sie ist vor allem auch eine große Chance, große Chancen, die damit verbunden sind, gerade auch für neue unternehmerische Ansätze. Wenn beispielsweise aus kostspielig zu entsorgenden Abfall und Reststoffen neue Rohstoffe werden, dann eröffnen sich neue Einnahmequellen, dann eröffnen sich neue Perspektiven für Innovation und Marktakteurinnen und Akteure. Und gleichzeitig erfüllen wir eine wichtige ökologische Aufgabe. Wir schonen endliche Rohstoffe. Die Textilbranche ist nur ein Beispiel für das Problem, die eine Linearwirtschaft mit sich bringt. Sie ist ebenso ein gutes Beispiel für Ansatzpunkte und ein Beispiel für Chancen, die in einer Circular Economy stecken. Textilien sind komplexe Produkte, die aus unterschiedlichsten Materialien und Bestandteilen zusammengesetzt sind. Wir haben es mit einer globalen Lieferkette zu tun. Rohstoffe werden in einem Teil der Welt produziert, in einem anderen Teil der Welt weiterverarbeitet, zu Produkten gemacht, die dann hier bei uns in die Läden und schließlich bei den Konsumierenden ankommen. Und wir alle sind täglich mit unseren Kaufentscheidungen Teil eines ganz komplexen globalen Prozesses. Doch mit dem Tragen der Kleidung ist der Prozess nicht beendet. Was passiert mit ausrangierten Kleidungsstücken? Bislang landen sie weltweit zum größten Teil auf Deponien,
oder in der Müllverbrennung, anstatt sinnvoll weitergenutzt oder recycelt zu werden. Entlang dieser ganzen Kette vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück und wieder zurück gibt es zahllose Ansatzpunkte für eine Circular Economy. Und wir als Stiftung beschäftigen uns intensiv mit dieser Frage und haben an verschiedenen Stellen dieses Gesamtprozesses bereits innovative und modellhafte Vorhaben von Partnerinnen und Partnern gefördert. Bei diesen Projekten geht es beispielsweise um die ressourceneffiziente Herstellung von Gestricken für den Bekleidungsbereich, um das Upcycling von Reststoffen, um die Kennzeichnung von Fasern zur Rückverfolgbarkeit der Herkunft oder um einen Ansatz beispielsweise zur Nutzung von Ananasfasern als Rohstoff für textile Fasern. Das letztgenannte Vorhaben wird unter Leitung von Herrn Rolf Heimann von der Hessen Naturstiftung durchgeführt, der auch in der heutigen Diskussionsrunde dankenswerterweise dabei ist. Ebenfalls in der heutigen Runde dabei ist Frau Ina Budde, deren Startup-Unternehmen Circular Fashion wir im Rahmen unseres Green Startup-Programms fördern. Auch Ihnen schon mal vorab herzlichen Dank. Und damit bin ich dann auch bei unserem heutigen Online-Salon Schick und Zirkulär. Heute soll es um die bereits genannten Herausforderungen zur Circular Economy in der Textilbranche gehen. Wir wollen mit Expertinnen und Experten aus Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und mit Ihnen diskutieren, wie Circular Economy für mehr Nachhaltigkeit in der Textilbranche sorgen kann. Im Mittelpunkt der Diskussion sollen dabei vor allem unternehmerische Ansätze stehen und der Blick auf zukünftige Entwicklungen. Dabei wollen wir diese und andere Fragen diskutieren. Welche Innovationen können helfen, aus der linearen Wirtschaft eine Circular Economy zu machen? Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Umsetzung innovativer Ideen in der Branche? Wie kann eine Textilindustrie aussehen, die auf Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit setzt? Welche Produkte und Geschäftsideen können Verbraucherinnen und Verbraucher zur nachhaltigeren Nutzung von Mode motivieren? Wo gibt es Forschungs- und Entwicklungsbedarf? Wie können Unternehmen mehr Nachhaltigkeit im Rahmen globaler Lieferketten erzielen? Wie können die Warenkosten der Rohstoffe und der Herstellung im Kaufpreis abgebildet werden und vieles mehr? Ich glaube, es gibt wirklich spannenden Stoff für Diskussionen. Insofern freue ich mich auf den weiteren Verlauf der heutigen Veranstaltung. Alles Weitere gebe ich ab an Herrn Dr. Berding und Herrn Dr. Hempel. Herzlichen Dank und auf spannende Debatten. Ja, herzlichen Dank, Herr Bonde. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt auch herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Volker Berding. Ich leite das Referat Ressourcenmanagement hier in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Bevor es losgeht, vorab noch ein paar technische Hinweise. Diese Veranstaltung hier wird aufgezeichnet und im Nachgang erhalten alle Teilnehmenden einen Link auf unseren YouTube-Kanal, wo dann diese Aufzeichnung veröffentlicht wird, sodass man das später sich auch noch anschauen kann, was hier heute gelaufen ist. Es ist so, dass jetzt nur die im Programm stehenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kamera und Mikrofon zugeschaltet sind, alle anderen nicht. Aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich an der Diskussion beteiligen. Dafür nutzen Sie bitte unten rechts in Ihrem Bedienpanel die Nachrichtenfunktion. Da können Sie uns eine Nachricht zukommen lassen, die wir dann sammeln werden. Es wäre gut, wenn Sie möglichst konkrete und prägnante Fragen stellen und, wenn es geht, auch gerne an eine konkrete Person gerichtet. Wir werden dann versuchen, möglichst viele Ihrer Fragen im Laufe der Diskussion zu berücksichtigen und weiterzugeben. Vielleicht ist es aus Zeitgründen nicht möglich, dass wir jede Frage berücksichtigen können. Es sind doch recht viele Teilnehmende hier, aber wir versuchen es. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf Ihre Beiträge. Dies vorab schon mal zur Information. Jetzt werden wir aber zuerst den Impulsvortrag von Herrn Johannes Diebel hören, in dem er die Studie Perspektive 2035 vorstellt. Herr Diebel hat Wirtschaftsingenieurwesen für den Maschinenbau studiert und hat ein Graduate Certificate in Business Management an der Swinburne University of Technology in Melbourne, Australien. Seit 2017 ist er Forschungsleiter des Forschungskuratoriums Textil in Berlin und er ist zuständig für die Koordination der industriellen Gemeinschaftsforschung im Bereich Textil. Davor war er Leiter der Abteilung Fördermittelmanagement und Patente der
Berlin Industriell Group, ehemals Scansonic GmbH, einer kleinen Gruppe kleiner Technologieunternehmen in den Branchen Laserschweißen von Karosserien, 3D-Printing, Diodenlaser für medizinische Anwendung und Plastikschweißen und war dort zuständig für die Konzeption und Koordination großer Forschungsverbundprojekte. Ja, Herr Diebel, jetzt haben Sie das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte Ihnen heute die Perspektiven 2035 vorstellen, einen Leitfaden in die textile Zukunft. Was hat uns motiviert, so eine Zukunftsstudie zu machen? Zum einen haben Sie ganz richtigerweise gesagt, wir koordinieren hier die industrielle Gemeinschaftsforschung. Das ist ein vorwettbewerbliches Forschungs- und Förderprogramm. Insofern sind das Innovationen, die in 5 bis 10, manchmal erst in 15 Jahren im Markt sein werden. Das heißt, man muss im Prinzip jetzt schon sehr genau wissen, wie werden sich die Dinge entwickeln, um hier im Prinzip auch die richtigen Impulse zu setzen. Zudem haben wir ein großes Netzwerk aus Verbänden, aus Unternehmern, aus Forschungsinstituten. Und die gute Möglichkeit, mit allen in Kontakt zu treten und diese Dinge zu besprechen und so, wie es hier im Prinzip letztendlich als Broschüre auch herausgekommen ist, allen Unternehmern und Netzwerkteilnehmern und natürlich auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um das Wissen auch größtmöglich zu teilen und eben denjenigen, die nicht im alltäglichen Tagesgeschäft intensiv in solche Diskussionen einsteigen können, auch die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Heute will ich ganz kurz 4 Punkte mit Ihnen machen. Zum einen kurz die Einführung und das Studiendesign, damit Sie wissen, wie wir letztendlich auch zu den Ergebnissen gekommen sind. Ich werde Ihnen dann ein paar Auszüge aus der Roadmap zeigen. Wir haben 3 Zeitkapitel. Ich kann nicht alle behandeln aufgrund der Zeit, aber eins werde ich mit Ihnen schon durchgehen. Und dann natürlich auch die Herausforderungen und Handlungsfelder für unsere Industrie besprechen. Und ganz zum Schluss noch ganz kurz unsere Vision einer textilen Wertschöpfung im Jahr 2035. Kommen wir nun zum ersten Teil. Ja, wie setzt sich diese Studie zusammen? Wie haben wir die erstellt? Wir haben zum einen einen Workshop-Prozess gemacht, haben 5 Workshops durchgeführt mit unterschiedlichsten Teilnehmern und an unterschiedlichen Standorten auch, jeweils zu unterschiedlichen Themen. Und haben dort wirklich mit dem Azubi, vom Azubi bis zum CEO, vom Wissenschaftler bis zum Institutsleiter die volle Bandbreite an Experten auch abgebildet und Interessengruppen, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben zusätzlich ein Textmining gemacht und haben große Datenbanken, Förderdatenbanken ausgewertet. Auf der rechten Seite sehen Sie dann noch Unternehmer der Zukunft. Das war eine schöne Aktion, eine Studentenbefragung, dem wir Studenten gebeten haben, doch einmal auf Basis unserer Vision ihre Geschäftsmodelle für das Jahr 2035 zu skizzieren in dem Canvas Business Model, und die haben wir ausgewertet. Alle unsere Ergebnisse, gerade in Bezug auf neue Innovationen und Entwicklungen, die wir am Markt sehen, haben wir dann nochmal zusammengefügt und im Expertennetzwerk zu einer Befragung aufgerufen und alles bewerten lassen nach Markteintrittswahrscheinlichkeit, Marktgröße. Und zusätzlich, es wurde schon mal im Jahr 2012 eine ähnliche Studie durchgeführt, haben wir diese Ergebnisse auch nochmal bewerten lassen und konnten so sehen, wie haben sich Dinge entwickelt oder eben auch nicht. Und all diese Elemente haben wir zusammengefügt in eine Gesamtstudie, eine Langstudie und in eine kürzere, optisch aufgearbeitete Variante, die wir auch auf unserer Internetseite kostenlos zum Download anbieten. Hier sehen Sie noch mal ein paar Impressionen aus diesem Workshop-Prozess. Wir haben uns hier dem Element des Roadmappings bedient, der sehr schön unsere Diskussion strukturiert hat. Ganz unten links sehen Sie eine Grafik aus dem Textmining. Sie sehen hier Heatmaps, die auf einer sehr abstrakten Ebene große Datenmengen grafisch darstellt, was es schön ermöglicht, Zusammenhänge eben auch herauszufinden. Und wundern Sie sich bitte nicht, diese Bilder stammen aus dem Jahr 2019, als wir Ende 2019, noch bevor es Corona-Abstandsregeln und Masken im allgemeinen Bewusstsein gab.
Hier sehen Sie noch ein weiteres Element aus dem Textmining-Prozess. Nur eine von vielen Grafiken. Recht interessant auch heute für unsere Diskussion ist sowohl der grüne als auch der weiße Cluster. Der grüne zeigt eben innerhalb dieser Heatmap, die sich auf eine Publikationsanalyse bezieht, dass das Thema Nachhaltigkeit und Abfallmanagement und Recycling eben schon sehr breit vertreten ist. Und darüber hinaus der weiße Cluster stellt Prozess und jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Veredelungstechnologien da, die im Prinzip ein ganz wesentliches Element sind, um insbesondere auch, wenn wir jetzt über neue Materialien reden, entsprechend ermöglichen, bekannte Funktionalitäten aus dem Textilbereich, die wir heute kennen, auch auf neue Materialtypen zu übertragen. Das ist ein sehr großer Forschungsbereich. Hier nochmal zu sehen, ist eine Wortwolke, die aus der Auswertung der Geschäftsmodelle der Studenten entstanden ist. Sie sehen hier ganz eindeutig, der Kunde unten links steht im Mittelpunkt, hat das größte Wort. Im Prinzip alles dreht sich um den Kunden. Die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind jeweils zweit- und drittgrößten Wörter. Also Fokussierung auf den Kunden mit der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit, die Kundenbedürfnisse erfüllen. So kann man das hier ganz, ganz grob schon mal umschreiben. Wie ich schon sagte, wir haben eine Langfassung, wir haben auch nochmal eine Zusammenfassung, auch als Management Summary in englischer Sprache verfügbar und alle Dokumente finden Sie auf unserer Webseite. Kommen wir nun zum Roadmapping-Prozess. So sieht diese Roadmap, eine zusammengefasste Roadmap aus. Im Diskussionsprozess ging es so, dass letztendlich über die verschiedenen Ebenen, also die sozioökonomischen Einflussfaktoren, die Technologieentwicklung, die Anwendung und auch die Geschäftsmodell- und Impact-Ebene, alle Themen gemeinschaftlich besprochen wurden und auf der Zeitachse eingeteilt wurden, sodass alle Innovationen und Veränderungen, die wir für relevant erachten über diese 15 Jahre, die wir jetzt hier letztendlich analysiert haben, ganz konkret verortet werden können. Und dann gibt es zwischen diesen verschiedenen Post-its, sage ich jetzt mal, auch noch kritische Handlungspfade und Zusammenhänge, die eben ebenfalls dargestellt wurden. Sieht man jetzt hier nicht, würde die Grafik auch sehr stark verkomplizieren. Jedoch lief es so im Prinzip im Prozess. Und auf der rechten Seite sehen Sie die wesentlichen Megatrends und Kontextfaktoren, die wir zusammengefasst haben, die wir auch nochmal intensiv beleuchtet haben. Ich kann dazu sagen, dass natürlich die Nachhaltigkeit, an der kommt man überhaupt nicht vorbei, ist das große Thema, zusammen auch mit der Digitalisierung, die immer eine Rolle spielen und jetzt auch nochmal insbesondere durch Corona natürlich eine unglaubliche Beschleunigung erfahren haben. Darüber hinaus haben wir aber auch bunte Lebenswelten. Das ist so unsere Beschreibung für alle textilen Anwendungsbereiche, die das Leben im Prinzip auch ein Stück weit lebenswerter machen. Darüber hinaus haben wir einen sehr großen Einfluss der älter werdenden Gesellschaft und auch der Bedürfnisse, die diese Kundengruppe an das Textil stellt und eben auch an die Produktion. Und natürlich muss sich die Industrie auch immer im Kontext der weltweiten Trends entwickeln und anpassen. Und darüber hinaus ist noch ein sehr wesentlicher Kontextfaktor das Thema Zukunftsstadt, also der zunehmende Trend an die Urbanisierung und die damit einhergehenden Anforderungen an unseren urbanen Lebensraum, gerade auch nochmal in Bezug auf die Veränderungen, die der Klimawandel dort mit sich bringt. Thema Verschattung oder Luftfiltration sei an der Stelle mal genannt, um da ein Beispiel zu geben. Und dann haben wir die Studie in drei Zeitkapitel eingeteilt. Das sind jeweils 5 Jahre. Also es geht hier los mit den Zeiten des Umbruchs von 20 bis 25.
Auf der einen Seite haben wir jetzt einen Green Deal, dann haben wir, um das ganze Gesellschaftsthema nochmal auch aufzugreifen, die Thematik, dass viele Babyboomer jetzt in die Rente gehen und dadurch auch der demografische Wandel fortschreitet und natürlich auch ein gewisses Know-how ja, in Rente geht. Darüber hinaus haben wir jetzt einen CO2-Preis, das ist mit 25 Euro die Tonne eingestiegen. Das ist auch sehr relevant, gerade für energieintensive Prozesse, auch in der Textilindustrie, aber auch in allen anderen Industrien. Zudem das ganze Thema Energie. Deutschland geht aus der Atomenergie und auch die erneuerbaren Energien ja, gewinnen zunehmend an Marktanteilen. Ein weiteres Zeitkapitel, und das will ich etwas näher beleuchten, ist das Kapitel von 2025 bis 30, wo wir schon sehr stark sehen, dass eben sortenreine Textilprodukte zunehmend an Bedeutung gewinnen und auch der regulative Rahmen quasi schon bereits vorgibt, dass auch das Recycling, was ja heute unser Thema ist, wesentlich stärker fokussiert werden muss und eine entsprechende ja, Angabe für den Rezyklatanteil eben auch gemacht wurde. Zudem, so ab 2030, kann man sagen, dass sich noch mehr Megacities bilden, die dann tatsächlich auch mehr als 10 Millionen Einwohner haben und zunehmend mehr Menschen im urbanen Raum leben. Zudem sind natürlich auch weitere Vorgaben in Bezug auf Kohlendioxidausstoß erfolgt. Kommen wir nun zur nächsten Folie. Es geht hier im Prinzip einmal darzustellen, was sind eigentlich die Treiber? Und die Treiber sind tatsächlich Klima- und Umweltschutz. Ja, die Folgen werden immer sichtbarer und sie fallen auch auf Deutschland zurück. Das ist unumstritten. Und zudem sehen wir auch, dass die Nachhaltigkeit zunehmend auch in der Öffentlichkeit eingefordert wird, auch in den auch im regulativen Rahmen. Wir gehen davon aus, und die Experten sehen das auch so, dass zunehmend auch Forschungsfördergelder an die Nachhaltigkeit geknüpft werden. Und wir sehen eben auch eine doppelte Akzeptanzschwelle. Nachhaltigkeit wird nicht nur als zentrales Verkaufsargument von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert, nein, sie findet auch eine zunehmende breite Akzeptanz und wird entsprechende ordnungspolitische Effekte mit sich bringen. Wir sehen auch eine harte Regulierungsschwelle in dem Zeitkapitel. Das heißt, Sie hatten es angesprochen, das Thema Mikroplastik, auch die Emissionen, feste Recyclingquoten sind schon soweit vorgegeben. Aber auch, es ist ein ganz wichtiges Thema, Einschränkung von Wasserverbrauch und Biomasseverbrauch. Darüber muss auch geredet werden, insbesondere auch im Zuge der künftigen Bioökonomie. Dazu sehen wir eben sehr starke Fokussierung auch auf nachhaltige Prozesse für die Textilindustrie. Die fast wasserlose Produktion sei hier genannt. Wenn man Wasser einspart, muss man auch weniger Wasser im Prinzip erhitzen mittels fossiler Energien, um entsprechende Prozesse betreiben zu können. Insofern ist da ein sehr großer Hebel, um sowohl Emissionen einzusparen als auch nachhaltiger zu werden und den Output, also in Form von ja, Schmutzwasser, zu verringern. Ich sag mal, für die deutschen Hersteller ist es ja so, dass entsprechende Reinigungstechnologien hier auch vertreten sind. Zudem gibt es natürlich auch innerhalb der Bundesrepublik ja, Kläranlagensysteme, das ist nicht überall auf der Welt der Fall. Entsprechend können da eben intelligente Lösungen auch zunehmend zum Exportschlager werden und auch dazu führen, dass gerade der Maschinenbau mit diesen Exporten und diesen Technologien auch entsprechende Business Cases sieht. Wir sehen natürlich auch einen sehr großen Trend zu nachwachsenden Rohstoffen, haben da auch ein breites Portfolio schon in der Forschung und sehen da ganz interessante Ansätze. Sei mal genannt, auch nicht nur die klassischen Hanf, Sisal und Co., sondern eben auch sich auf Agrarreststoffe zu konzentrieren oder auch Algen, sowohl Braunalgen als auch Mikroalgen. Dann gibt es natürlich noch wesentlich andere Stoffarten, die überhaupt noch nicht groß bekannt sind, beispielsweise bakterielle Zellulose oder ja, die Ananasfaser war jetzt schon genannt, auch Bananen stellen relativ große Mengen an Fasern zur Verfügung.
Also da gibt es noch einige spannende Innovationen, aber auch dort, ich hatte es anfangs gesagt, mit dem weißen Cluster ist immer auch die Funktionalisierung dieser Fasern ein ganz wichtiges Thema, um gewohnte, ja, ich sag mal, Funktionen, die wir heutzutage in Textilien haben, auch auf solche Fasern übertragen zu können. Digitalisierung hatte ich auch als großen Kontextfaktor angesprochen. Sie sehen es ja auf der rechten Seite. Wir sehen sehr starke Möglichkeiten auch, ja, die Textilindustrie zu verändern, indem mehr vor Ort gefertigt wird in Form von Microfactories, mehr flexibel und dezentral unter dem Stichpunkt Näherei 4.0. Ist natürlich notwendig, dass wir dazu ein gutes 5G-Netz haben. Und wir sehen aber auch, dass damit ein sehr großes Feld sich eröffnet für zusätzliche Services, sodass Wachstum nicht immer nur in Form von mehr Ressourcenverbrauch stattfindet, sondern Wachstum in Form von Dienstleistungen und Service. Insbesondere dann, wenn man dadurch im Prinzip auch eine Kundenbindung verbessern kann und eben auch dauerverlängernde Maßnahmen am Textil gut anwenden kann. Ja, zudem hilft es natürlich auch, ja, mehr zu mieten und eben auch Nutzungskonzepte zu haben, bei denen dann nur die Nutzung bezahlt wird. Thema Pay-by-Use. So, und wir haben dann natürlich auch noch die Smartifizierung von Textilien. Smart Textiles ist so ein sehr großes Thema. Textilien können Leben retten, sie können im Prinzip Funktionen und Vitalparameter haben. Shirts können kühlen und auch wärmen. Smarte Textilien sind auch insbesondere bei neuen Mobilitätslösungen ganz interessant. Beispielsweise also ein elektronisches Lieferfahrzeug braucht natürlich super viel Energie, um im Winter den Fahrer zu heizen. Wenn das im Prinzip die Jacke direkt am Körper macht, ohne die Fahrgastzelle zu heizen, dann sparen sie Unmengen an Energie und der Fahrer ist auch noch glücklich. Und zusätzlich gibt es noch ganz interessante Lösungen, auch im Thema Raumteilung. Wie kann man im Prinzip die klimatischen Verhältnisse verbessern? Filtration ist auch ein wichtiges Thema. Ich hatte es schon angesprochen. Wir brauchen natürlich auch Lösungen für Sharing-Konzepte. Ja, das sind im Prinzip besser zu reinigende Sitzbezüge oder entsprechend leicht abziehbare, die man mit entsprechenden Reinigungsservices auch nutzen kann, lange nutzen kann und vor allen Dingen auch gut reinigen kann. Dann gibt es natürlich auch viele Textilien, die ja gerade bei einer älter werdenden Gesellschaft auch Helfer im Alltag sind. Ja, Textilien schützen, sie können vor Stürzen schützen. Es gibt Teppiche, die können Bewegungen registrieren. Wenn eine Person im Pflegeheim oder bei sich zu Hause gestürzt ist, dann kann das registriert werden. EKG-Shirt, ich sprach es an. Es gibt natürlich auch medizinische Textilien, die in der Lage sind, ja, eine Wundheilung zu tracken und zu überwachen. Wann muss der Wundverband gewechselt werden? Muss er überhaupt gewechselt werden? Auch da spart man wieder Ressourcen und kann ja einen sehr hohen Mehrwert an den Träger des Textils letztendlich bieten. Und natürlich auch ganze Thema UV-Schutz, Kleidung, die vor UV-Strahlen schützt und auch ja, zunehmende Allergien, die es gibt, lassen sich mit ja, dem richtigen Material unterbinden bzw. mildern. Kommen wir nun zur nächsten Folie. Da geht es nochmal insgesamt auch um die weltweiten Trends. Also wir haben natürlich aufstrebende Schwellenländer. Auch die sind stark aktiv im Bereich von Klimaschutz und auch von ja, Ressourceneinsparung. Auch wenn das jetzt aktuell noch nicht allgegenwärtig ist, so sehen wir das ganz stark auch für diesen Zeitraum und darüber hinaus. Das führt natürlich dazu, dass da auch Märkte entstehen für entsprechende Technologien, die aus Deutschland kommen und dort entsprechend dann auch zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz führen können. Wir sehen sehr starke Fokussierung hier nochmal auch auf Recycling und Entfügungstechnologien. Alles muss letztendlich entfügt werden, was nicht ja, sortenrein ist. Und insbesondere beim Thema technische Textilien haben wir natürlich auch Verbundwerkstoffe. Auch hier muss man sehen, wie bekommt man die wieder auseinander.
In den klassischen Recyclingverfahren, wo wir jetzt von Mischgeweben reden, ist es auch schon nicht einfach. Entsprechende hohe Anforderungen gibt es hier auch in dem Bereich Composites. Ja, und wir sehen einen sehr großen Markt auch für keimfreie Textilien. Jetzt insbesondere durch Corona hat sich das nochmal verdeutlicht. Wir sehen da auch einen sehr starken Bedarf, im Prinzip auch Schutzausrüstung für die Zukunft zu entwickeln. Ja, mehrwegfähige Schutzausrüstung, die sich zum einen wieder aufbereiten lässt und dadurch natürlich ja, insgesamt einen geringeren Ressourcenbedarf hat, weil wir sie einfach mehrfach verwenden können. Und natürlich auch den ganzen Agrarbereich von Geotextilien über Textilien für nährstoffarme Böden oder ja, Textilien für die Landwirtschaft, die Wasser führen können, in denen letztendlich auch Pflanzenwachstum auch vertikal erfolgen kann. Und wir sehen auch ganz klar beim Thema Zukunftsstadt, Textil ist ein wunderbarer Baustoff. Natürlich keine Alltextilien, sondern es sind Hightech-Textilien. Wir haben den Carbonbeton oder textilbewehrte Baustoffe. Es ist einfach ein leistungsfähiges Traggerüst, was in den Baustoff integriert werden kann und zur ja, Reduzierung von Ressourceneinsatz führt. Zudem das ganze Thema Verschattung, ein Riesenthema. Städte heizen sich unglaublich auf. Mit Verschattung kann man viel tun. In Verschattung kann auch gleichzeitig ein Energy Harvesting integriert werden. Das bedeutet, sind im Prinzip ja, photovoltaikische Funktionen in das Textil integriert und es kann gleichzeitig Energie gesammelt werden. Es gibt auch textile Fassaden, die wiederum sehr gute Eigenschaften haben, um die Klimatisierung von Gebäuden zu ermöglichen und zudem auch noch in der Lage sind, Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Ganze Thema textile Fassaden in Bezug auch auf Textilbegrünung hatte ich schon angesprochen. Das Thema Innenräume auch. Und dann gibt es auch noch ganz interessante Lösungen, um letztendlich auch die Beleuchtung zu regulieren und das Licht zu lenken. Das sind nur mal so ein paar Möglichkeiten, Lösungsbausteine und Ideen, die wir zusammengefasst haben. Das ist natürlich eine große Studie. Ich kann unmöglich ja, 120 Seiten in 20 Minuten komplett mit Ihnen durcharbeiten. Insofern habe ich mich jetzt auf so ein paar kleine Elemente fokussiert, die eben zeigen, Textil ist weit mehr als nur Fast Fashion. Und wenn wir darüber reden, dann reden wir auch viel über den technischen Bereich, den innovativen Bereich, der letztendlich in vielen Bereichen auch Problemlöser für solche Problemstellungen wie Klimawandel, Ressourcenverbrauch, Emissionen und auch Schadstoffe darstellt. Und entsprechend haben wir hier nochmal ein letztes Kapitel, wo ich Ihnen nur nochmal den Zeitstrahl auch kurz zeige. Wir werden natürlich mit einer wachsenden Weltbevölkerung und den Bedürfnissen, jeder benötigt Kleidung und entsprechend mehr Menschen auf der Welt bedürfen dann auch mehr Kleidung und natürlich die Gesamtversorgungslage der Menschen auf der Welt mit Trinkwasser, mit Nahrung und so weiter. Da kann gerade das Textil im Bereich Verschattung, Textil für das Wassermanagement einen sehr großen Mehrwert bieten. Und natürlich, ja, ist auch immer das Thema Energie ganz wichtig, denn auch die Textilindustrie benötigt Energie. Sie muss hier auch sparsamer werden. Kommen wir nun zu den Handlungsfeldern und Herausforderungen. Also wir haben das natürlich auch an unsere Unternehmer adressiert und natürlich auch ein Stück weit an unser Netzwerk. Man muss natürlich ganz klar schauen, wie entwickeln sich die Bedürfnisse der Menschen und daraufhin Produkte für die Märkte der Zukunft entwickeln. Und parallel dazu braucht es aber auch tragfähige Geschäftsmodelle, die das mit abdecken. Und natürlich muss man eben auch deutlich den Energie- und Ressourcenverbrauch senken. Ich hatte es schon gesagt, mehr in Service und Dienstleistungen wachsen als im Rohstoffverbrauch. Und man braucht ganz klar attraktive attraktive Arbeitsmodelle für seine Nachwuchskräfte.
um die auch an sich zu binden. Es muss einfach auch Sinn machen, was man dort tut. Ansonsten bekommt man natürlich auch schwierig gute Leute, um solche Zukunftsvisionen auch umzusetzen. Und natürlich auch, und hier muss man sagen, die deutsche Textil- und Modeindustrie hat viel zu bieten beim Thema Nachhaltigkeit. Und damit muss man natürlich auch glänzen, auch mit dem sozialen Engagement, was es tatsächlich gibt. Und darüber hinaus ist die Standardisierung ein sehr, sehr großes Thema. Insbesondere beispielsweise bei Smart Textiles gibt es da auch immer wieder die Notwendigkeit, sich da im internationalen Standardisierungswettrennen auch durchzusetzen. Und das darf eben nicht vergessen werden. Darüber hinaus gilt es auch immer, Innovations- und Netzwerkplattformen aufzubauen, sich da zu engagieren, zu vernetzen und im Prinzip Ideen auszutauschen. Und immer auch branchenübergreifende Kooperationen einzugehen und entsprechend auch zu sehen, welche Probleme kann man A in der Nachbarbranche oder in einer anderen Branche lösen und welche Dinge kann man vielleicht auch gut bei sich anwenden, um seine Ziele zu erreichen. Ganz klar, das hat die Corona-Krise auch schon ein Stück weit vorangetrieben, die Digitalisierung weiter zu forcieren und da wirklich große Schritte zu machen. Und natürlich auch ein bisschen im Eigeninteresse die interdisziplinäre Vorlaufforschung stärken. Denn das, was wir hier im FKT tun, sorgt letztendlich dafür, dass diese Innovationen entsprechend erforscht sind und auch die Möglichkeit besteht, all diese Ideen, die hier jetzt auch in der Studie zusammengefasst wurden, tatsächlich in die Tat umzusetzen und den entsprechenden Benefit zu generieren. Kommen wir nun zur textilen Wertschöpfung. Also wie ist denn unsere Vision der textilen Wertschöpfung? Es ist so, das teilt sich in zwei Bereiche. Zum einen natürlich die Kundenbindung, also die Wertschöpfung am Kunden wird wesentlich lokaler. Wir sehen einen sehr, sehr großen, also die Rohstoffversorgung wird wesentlich lokaler. Wir sehen einen sehr, sehr großen Trend auch hin zu einer zunehmenden Individualisierung, nicht nur in Bezug auf das Aussehen der Kleidung, sondern insbesondere auf die Passform. Und ein stark individualisiertes Kleidungsstück, was dann auch noch eine sehr gute Passform hat, hat schon mal ideale Voraussetzungen, eben lange getragen zu werden und eben auch lange Freude zu spenden. Darüber hinaus sehen wir natürlich, dass die Nachhaltigkeit weniger ein Differenzierungsmerkmal sein wird. Sie wird zunehmend zum Standard im entsprechenden Zeithorizont. Was wir auch sehen, ist, dass eben Themen wie die Gemeinwohlökonomie ebenso wie die Nachhaltigkeit eben zunehmend auf der Agenda stehen werden. Es wird mehr gemietet, weniger gekauft. Neue digitale Formate werden die Kundenbeziehung bestimmen. Und wir sehen eben auch, dass Cradle-to-Cradle-Services gerade in Verbindung mit Mietangeboten sich auch rasant verbreiten werden. Denn wer ein sehr gut recyclingfähiges Produkt erstellt, der möchte natürlich auch den Nutzen dieser investierten Arbeit auch selbst daraus ziehen und es wieder in den Prozess einführen. Wir reden heute auch über Business-Lösungen. Bei den im Bereich der Business-Verbindung sehen wir einen sehr starken Trend dahingehend, dass eben weniger Textilien als Komponentenanbieter erfolgen werden. Vielmehr wird die Systemanbieterschaft forciert. Darüber hinaus sehen wir eine sehr starke Differenzierung auch noch in den Anwendungsfeldern. Sie hatten schon ein paar Beispiele von mir gehört. Es noch sehr viel mehr und ich denke, das wird sich noch sehr, sehr stark entwickeln und darüber hinaus sehen wir, dass textilbasierte Systeme auch als Lösung und für die Herausforderungen der Nachhaltigkeit akzeptiert werden und natürlich einen sehr starken Fokus auf hybride und plattformgestützte Geschäftsmodelle. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion und wer Interesse hat, die Studie nochmal nachzulesen, kann das hier unter diesem Link tun. Sie ist gratis verfügbar. Wer sie gerne noch in Papier haben will, wir haben noch ein paar hier rumliegen, kann gerne anrufen. Wir sind auch bereit, nochmal welche physisch auch zu versenden. Vielen Dank. Herr Diebel, herzlichen Dank und vielen Dank für diesen Impulsvortrag, der schon mal die Tür ganz weit geöffnet hat in unsere
Diskussion, die wir gleich führen werden. Mein Name ist Max Hempel. Ich bin Leiter der Abteilung Umweltforschung und Naturschutz in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und ich freue mich riesig auf die Podiumsdiskussion. Wir haben ganz tolle und interessante Gäste am Start. Ich habe die auch schon alle im Vorraum gesehen und ich werde sie jetzt in den nächsten 2-3 Minuten alle einladen, auch das Podium virtuell zu betreten. Zunächst möchte ich Frau Professor Maike Raabe bitten, dass sie auch ihr Bild und ihren Ton öffnet. Ich stelle sie Ihnen kurz vor, liebe Gäste. Ich darf die Gäste nochmal daran erinnern, Sie können Fragen und auch Hinweise uns in den Chat reingeben und wir werten das aus und werden das dann in die Diskussion versuchen mit einzuspeisen. Versuchen Sie das möglichst kurz und knapp zu machen und im zweiten Teil der Diskussion kommen wir dann sicherlich dazu, die eine oder andere Frage aufzugreifen. Nun aber zu Frau Professor Raabe. Schön, dass Sie da sind. Sie ist Ingenieurin für Textil, Maschinenbau und Professorin für Textilveredelung und Ökologie an der Hochschule Niederrhein, einem Hotspot der Textilfertigung und Forschung. Sie ist auch Leiterin des Forschungsinstituts für Textil und Bekleidung. Sie blickt auf eine langjährige, 15-jährige Tätigkeit in der Wirtschaft, also stark verwurzelt in Betrieb. Und Ihre persönlichen Arbeitsschwerpunkte sind heute Funktionalisierung, Textilveredelung, Nachhaltigkeit in der textilen Prozesskette und Entwicklung biochemischer Recyclingverfahren. Frau Professor Raabe sagt, in der Textilindustrie ist eine Schieflage zu beobachten. Kleidung hat zum Teil nur noch eine Lebensdauer von ein- oder zweimaligen Gebrauch und die Produkte landen zum größten Teil im Müll. Damit wollen wir nachher gerne mit Ihnen starten. Schön, dass Sie da sind, Frau Raabe. Ja, vielen Dank für die Einladung. Als Nächsten möchte ich einladen Herrn Bethmann, dass Sie auch Ihr Mikrofon und Ihre Kamera öffnen. Herr Bethmann ist diplomierter Bekleidungsingenieur. Bevor er 2013 zum Outdoor-Hersteller VD kam, arbeitete er in verschiedenen europäischen Sportfirmen in der Produktentwicklung und im Materialmanagement. René Bethmann war zuerst Leiter des Materialteams bei VD, dem Outdoor-Hersteller, und ist seit 2016 dort Innovationsmanager. Er initiiert und koordiniert zahlreiche innovative Projekte, insbesondere zur Herstellungstechnologie und zu Materialien. Herr Bethmann sagt, Nachhaltigkeit ist heute ein Must-Have für Outdoor-Hersteller und auch für Sportartikelhersteller. Schön, dass Sie da sind, Herr Bethmann. Herzlich willkommen. Danke, hallo. Gut, unser Generalsekretär hat schon die junge Start-Upperin Ina Budde genannt. Frau Budde, mögen Sie sich auch bitte dazu schalten. Sie hat einen Master in Modedesign und ihre Abschlussarbeit zum Thema Nachhaltigkeit in der Mode angefertigt. Sie lehrte Sustainable Design an unterschiedlichen internationalen Universitäten, unter anderem London, Melbourne, Kopenhagen und Berlin. Und sie gründete eben das Start-up Circular Fashion 2018. Sie sagt, es ist ein unhaltbarer Zustand, dass von jährlich etwa 100 Milliarden Kleidungsstücken fast 87% in Abfall landen. Ziel muss sein, erneuerbare Rohstoffe und Recyclingware einzusetzen, wieder zu verwenden und zu recyceln. Schön, dass Sie da sind, Frau Budde. Vielen Dank für die Einladung und hallo in die Runde. Und der Letzte, den ich dazu rufen möchte, ist der Erfahrenste, Rolf Heimann. Hallo, ich grüße Sie. Mögen Sie sich auch dazu schalten. Er hat sich schon vor 30 Jahren mit ökologischen Fragen der Textilherstellung beschäftigt. Er war von 2002 bis 2014 Leiter des Bereichs Corporate Responsibility bei Hess Natur Textilien GmbH. Und er hat einen wunderbaren Auftrag erhalten 2014, nämlich den Gründungsauftrag für die Hess Natur Stiftung. Er leitet als Vorstand diese Stiftung strategisch sowie operativ. Und ganz nebenbei, er war von 2011 bis 2018 Studiendekan und Dozent Sustainable Production im MA-Studiengang Sustainability in Fashion an der Akademie Mode und Design in Berlin. Rolf Heimann sagt, ohne Transparenz und Kenntnisse entlang der vollständigen Wertschöpfungskette wird sich zukünftig das textile Business nicht mehr betreiben lassen. Ein starkes Statement. Vielen Dank dafür erstmal. Ja, jetzt sind wir zusammen. Ich möchte aber zunächst noch den Impuls, den Herr Diebe gegeben hat, noch ein bisschen aufgreifen. Also erstmal vielen Dank für diesen Vortrag. Und die Studie ist ja zu einem wirklich ganz interessanten Zeitpunkt herausgekommen. Nun haben Sie ja die Studie von Anfang an begleitet.
Gab es eigentlich zu irgendeinem Zeitpunkt so etwas wie einen Aha-Effekt oder irgendwie bei den Workshops oder bei der Auswertung, wo Sie plötzlich gestutzt haben oder aufgemerkt haben, was da eigentlich losgeht bei diesem Bottom-up-Prozess? Ja, also zum einen war es sehr interessant, mit so unterschiedlichen Personen zu sprechen, also auch zu erfahren, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich über alle Grenzen hinweg schon diskutiert und ja im Prinzip angekommen ist. Jeder weiß, da gibt es einen gewissen Handlungsbedarf und hat das letztendlich auf dem Schirm. Das fand ich ganz interessant. Und zum anderen natürlich, wie in diesen Workshop-Prozessen gerade nochmal auch unter Verwendung von solchen neuen Technologien sehr schön zum einen Ergebnisse dargestellt werden können und zum anderen in diesen ganz, ganz physischen, praktischen Workshops, wie viele Ideen da eigentlich aufgegriffen werden und wie gut die auch verortet werden können, wie wir es jetzt auch in unserer Roadmap gemacht haben. Also wir haben da eine Liste mit mehreren hundert ganz spannenden Innovationen, die wir auch sehr genau über die Zeitschiene einteilen können. Also das ist doch schon sehr, sehr produktiv und interessant, was da alles an Ideen im Raum steht. Ja, nun ist die Studie vor rund 2 Jahren ja verfasst worden. Dann hat es noch eine Auswertung gegeben und eine Kommunikationsstrategie daher. Dazwischen kam die Corona-Pandemie. Hat das irgendwas verändert an dem Entwicklungsstand und auch an Ihrer Einschätzung und Bewertung? An der Einschätzung und Bewertung letztendlich nicht. Was wir sehen, dass gerade insbesondere der Bereich der Medizintextilien wird natürlich das Thema Schutzausrüstung einen enormen Katalysator bekommen haben und zum anderen natürlich die Digitalisierung. Wir sehen es ja gerade heute hier, dass wir uns eben auch digital treffen. Das sind natürlich so die wesentlichen Beschleuniger. Und ja, unsere Kommunikationsstrategie wurde auch schon je durch Corona beendet beziehungsweise unterbrochen, denn wir wollten die ursprünglich am 12. März 2020 vorstellen. Ja, und es war so genau der letzte Freitag, ja, wo man noch Großveranstaltungen machen konnte. Wir haben es dann aber doch abgesagt, um eben kein Risiko einzugehen. Und danach kam dann tatsächlich auch in Kürze der Lockdown. Also insofern gab es dann auch erstmal, ja, ich sag mal, eine gewisse Pause, nicht so ein starkes Interesse. Wir haben eine Online-Veröffentlichung gemacht, aber jetzt so zunehmend, so seit einem guten Dreivierteljahr, finden doch die Leute auch wieder die Zeit, sich das Dokument vorzunehmen, und sie hat an Aktualität definitiv nicht verloren, das können wir schon mal sagen. Nee, einige Sachen, das erahnte ich auch, und das haben Sie im Vorgespräch ja auch angedeutet, einige Sachen sind auch einfach beschleunigt worden. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, die Themen sind heute noch mächtiger und wichtiger. Sie haben wichtige Stichworte bei diesen Herausforderungen genannt, und zwar Businessmodelle, Geschäftsmodelle, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich verorte das selber in dem Bereich Wirtschafts- oder Sozialinnovation. Da muss einiges passieren. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen über Innovationen sprechen. Wenn wir zirkuläre Wirtschaft mit Textilien betreiben wollen, wo braucht es aus Ihrer Sicht ganz vordringlich Innovationen? Vielleicht können Sie da uns 2, 3 Hinweise geben, damit wir ein bisschen die Diskussion öffnen. Also ich sehe immer noch einen großen Forschungsbedarf auch in den Recycling-Technologien. Wir haben jetzt natürlich gewisses Recycling chemisch als auch mechanisch. Allerdings bietet das noch nicht die Möglichkeiten, da eben auch tragfähige Geschäftsmodelle drauf aufzubauen. Das ist der eine Punkt, da muss definitiv noch geforscht werden. Und dann ist natürlich so, dass wir auch gerade wenn wir an neue Materialien denken, auch da das gleich mitdenken müssen. Also Design for Recycling ist ein ganz wichtiges Stichwort und entsprechend die gesamte Wertschöpfungskette und eben auch dann den Kreislauf mitzudenken. Dadurch, Sie hatten es auch gesagt, Textil ist ein sehr komplexes Produkt. Es gibt es in unterschiedlichsten Variationen und da gibt es natürlich eine sehr große Bandbreite auch an Verfahren und an Möglichkeiten, dort letztendlich aktiv zu werden. Ja,
Vielen Dank erstmal, Herr Diebel. Da sind zwei Stichworte gefallen, da kann ich nicht umhin, sofort auf Frau Professor Raabe zu blicken, und zwar Design for Recycling und Recycling-Technologien. Frau Professor Raabe, wenn Sie jetzt aus Ihrer forscherischen Erfahrung und aus Ihrem engen Zusammenarbeiten mit den Unternehmen blicken, was steht eigentlich einem Recycling, vor allen Dingen einem hochwertigen Recycling, dass wir eben kein Downcycling machen, was steht dem eigentlich im Wege? Das wäre so die erste Frage, und ich weiß, dass Sie eine lösungsorientierte Person sind. Sagen Sie uns auch gleich, was für Lösungsstrategien Sie selbst, an denen Sie arbeiten und welche Sie hoffnungsfroh stimmen. Ja, vielen Dank, Herr Hempel, für diese Fragen, provokanten Fragen. Ein wenig würde ich mich auch an den Worten von Herrn Diebel orientieren, aber bevor ich jetzt versuche, die Frage zu beantworten, möchte ich noch mal einmal sagen, eingangs wurde verdeutlicht, dass Textil und Bekleidung auch diesem linearen Konsum anheimfallen oder auch dazugehören. Da würde ich fast ein bisschen widersprechen, und ich glaube, da liegt auch eine gewisse Chance drin. Denn bei den Konsumgütern ist es gerade bei Textil und Bekleidung ja so, dass es auch die Möglichkeit gibt, gerade langlebige Produkte viel länger im Leben zu halten. Und ich sage jetzt mal, in Deutschland haben wir zahlreiche Beispiele im Bereich Berufsbekleidung, Leasing, wo man eben auch das Leben eines Produktes noch eine ganze Weile verlängern kann, wenn man da sorgfältig mit umgeht. Insofern glaube ich, gibt es schon auch heute eine Zirkularität in der Linearität, wenn man das mal so sagen darf, vielleicht kleinere Loops. Und das wäre meiner Meinung nach schon auch ein Hinweis auf Lösungen für die Zukunft. Wie kann man das eben auch weiter ausbauen? Die Schieflage, die ich auch schon einmal, die vorhin auch schon einmal zitiert wurde, hat sich letztlich daraus ergeben, dass man an der Stelle diesen Weg eigentlich an vielen Stellen verlassen hat. Zumindest im Bereich von Bekleidung hat man diesen Ansatz, dass die Produkte lange am Leben erhalten werden, verlassen. Im Bereich der technischen Textilien sehe ich es nicht so, da spielen, glaube ich, gerade die Hochleistungsfasern auch eine wichtige Rolle, um langlebige Produkte zu generieren. So, nun war Ihre Frage, aber was steht denn im Weg der Kreislaufwirtschaft? Ich glaube, tatsächlich steht einmal der Verbraucher dem ein Stück weit im Wege, und der Konsumansatz, der durch die Wirtschaft natürlich auch sehr angetrieben wird, steht dem auch ein Stück weit im Wege. Und es gibt eben auch einige technische Probleme, und da würde ich Herrn Diebel eben zustimmen, das erfordert auch tatsächlich noch einige Handlungen und einige Forschungsaktivitäten. Ich würde es fast sogar sagen, technologische Sprünge sind zu erwarten oder wir benötigen sie. Und ich würde sagen, einmal müssen wir in Richtung Nachhaltigkeit die Produkte von Anfang an denken, nicht am Ende des Lebenszyklus überlegen, was können wir denn jetzt noch mit dem dann ja Abfall machen. Wie kriegen wir den zum sekundären Rohstoff? Das muss man wirklich ganz am Anfang denken, sonst wird es nicht gelingen. Und das meine ich jetzt nicht nur in ästhetischer Hinsicht, da brauchen wir es aber auch, sondern auch in Richtung Funktion und in Richtung Technologie. Das halte ich für ziemlich wichtig, und eine große Herausforderung ist eigentlich, dass wir einen Materialmix haben. Dieser Materialmix war immer notwendig und sehr wichtig, um Qualität zu generieren, um Funktion zu generieren. Und wir haben es auch gerade gehört, was für fantastische Produkte es da geben kann. Mhm. Aber dieser Materialmix macht es eben auch extrem schwer, an die einzelnen Rohstoffe wieder heranzukommen und da was Hochwertiges draus zu machen. Es wurde vorhin schon einmal gesagt, wie wenig eigentlich im Kreislauf geführt wird. Wenn man den Kreislauf auch betrachtet als einen Kreis auf einer Ebene, so muss man sagen, werden weltweit aktuell ja nur 1% der Fasern wirklich im Kreislauf geführt, sodass auch wirklich ein hochwertiges Produkt hinten wieder rauskommt. Das wird einfach unheimlich schwer sein, solange wir diese Materialmischungen haben. Okay, was sind aus Ihrer Sicht, Sie haben schon ein paar Hinweise gegeben, aber ich glaube, wir können noch eine Stufe tiefer bohren. Wir haben bei den Zuhörern und bei den Teilnehmenden viele Akteure, die aus der Textilwirtschaft oder Forschung kommen. Lassen Sie uns noch so ein bisschen auf die Laborebene gucken bei Ihnen. Mit welchen Fragestellungen beschäftigen Sie sich, wenn Sie sagen, Sie denken über Design for Recycling zum Beispiel nach oder über eine Kreislaufführung? Was für Ansätze sehen Sie selbst dort bei sich in Ihrer Forschung? Ja, also wenn ich jetzt wirklich richtig in die Forschung gehe, wo man auch neue Wege geht, dann würde ich jetzt fast ans Ende dieser Aufgabenstellung springen wollen. Die Suche nach Möglichkeiten, Kreislauf
Führung zu realisieren. Also wie kann es technisch gelingen, aus einem Abfallstoff wieder einen neuen Stoff zu generieren? Da würde ich jetzt einfach auch mal sagen, die Trennung der einzelnen Faserstoffe darzustellen und auch an die kleinsten Bausteine, die Monomere, heranzukommen und daraus wieder neue Rohstoffe zu generieren. Das wäre eigentlich der einzige Weg, um wirklich was Hochwertiges wieder zu erzeugen. Alles andere ist ein destruktives Verfahren, sodass wir fast immer von Downcycling sprechen müssen, auch wenn heute, ich sag mal, Jeans mit hohem Anteil von Recyclingfasern schon gibt. Es ist immer mit einem Abbau der Fasereigenschaften da zu rechnen. Und ich möchte aber an der Stelle auch sagen, wir dürfen natürlich jetzt auch nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Wenn man jetzt nun ein Recycling aufbaut, dann darf das ja nicht noch mehr Ressourcen verbrauchen, als wenn man jetzt eben einen neuen Rohstoff einsetzen würde. Insofern haben wir bei uns im Forschungsinstitut eine Forschungsnische gewählt, wo wir uns auch mit biologischen und biochemischen Verfahren beschäftigen, damit wir eben nicht noch mehr Energie verbrauchen. Und wenn man sich anschaut, wie ein chemisches Recycling beispielsweise funktioniert, dann sind natürlich da enorme ökologische Probleme auch wieder mit verbunden. Das scheint mir nicht zielführend zu sein. Möglicherweise muss man Kompromisse finden, aber unterm Strich muss der Lifecycle eines Recyclingproduktes natürlich besser bewertet werden als der eines frischen Produktes. Absolut. Vielen Dank. Vielen Dank auch schon mal für die Hinweise. Ich gehe ein weiter. Herr Bethmann, ich gucke Sie jetzt mal an. Sie vertreten die Firma VD, Sie sind dort Innovationsmanager. Sie müssen das ja irgendwie hinbekommen, dass man hinterher von einer ganz ursprünglich mal zirkulären Wirtschaftsunternehmen zu einem, ja hoffentlich irgendwie, von einem linearen zu einem zirkulären Wirtschaftsbetrieb kommt. Also weg von Take, Make und Waste. Das ist im Prinzip die Aufgabenstellung, der Sie sich widmen. Mögen Sie uns ein bisschen Einblick geben, mit welchen Fragestellungen Sie sich beschäftigen und wo Sie Erfolge für sich selbst schon verbuchen können, wo Ihnen das schon selbst gelingt? Ja, hallo. Ja, also generell, wir haben ja 1994 schon angefangen, ein Rücknahmesystem zu etablieren, das Ecolog-System, wo wir erstmal sortenreine Produkte hergestellt haben, sortenreine Kollektionen produziert haben und die dann auch quasi wieder zurückgenommen haben über unsere Shops. Das Problem ein bisschen war, damals wie heute, dass der Kunde die Produkte nicht so schnell zurückgegeben hat. Das heißt, wir hatten jetzt dieses große Problem mit diesem Abfallstrom, den hatten wir de facto gar nicht. Das heißt, die Kunden haben eigentlich, wie sie es auch machen sollten, haben ihre Produkte relativ lange einfach behalten. Und damals war es auch so, wir haben damals sehr stark auf ein mechanisches Recycling-System gesetzt, womit aber natürlich auch, wie Frau Rabe hat es angesprochen, womit halt auch ein Downcycling einherging. Das heißt, genau die gleiche Qualität, die konnte ich dann nicht mehr erreichen. Und insofern ist das dann so ein bisschen leider ausgelaufen. Jetzt ist es wieder aktuell und inzwischen beschäftigen wir uns sehr stark damit, auch in Bezug der Kreislauffähigkeit von unseren Produkten, dass wir unsere Produkte auch von Anfang bis Ende denken, also mit den zwei Perspektiven, Beginning of Life von dem Material auch und dem End of Life vom Material. Jetzt, wenn man beim Beginning of Life anfängt, da haben wir uns jetzt das Ziel gesetzt, bis 2024 sollen 90% aller VD-Produkte einen recycelten oder biobasierten Materialanteil von mehr als 50% haben. Das ist bei unserem großen Portfolio, was wir haben, schon relativ ambitioniert. Wir stellen neben Bekleidung ja auch Zelte her, Rucksäcke, Isomatten, Schuhe und insofern ist es schon relativ ambitioniert. Und ja, ansonsten, wo ich auch ansetzen würde, jetzt gerade bei den Innovationen auch, für die, also die helfen können, um aus der linearen Wirtschaft eine Circular Economy zu machen, insbesondere in der Textilbranche, da würde ich das gerne in so drei Bereiche unterteilen. Einmal das Produkt, die Lieferketten und die Recyclinginfrastruktur. Das heißt also, man muss eigentlich das Thema Recycling, Kreislauf, man muss es ein bisschen auffächern. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen. Ja, da helfen Sie uns mal weiter. Also nennen Sie nochmal die drei und vielleicht gehen wir da so ein bisschen in die Tiefe. Genau, also das Produkt, die Lieferkette und die Recycling-Infrastruktur.
Bei Produkt, das ist ganz klar, da müssen wir im ersten Schritt auch nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz schauen, dass es hier um eine Vermeidung geht, um eine Reduzierung geht von dem Abfall, der während der Produktion anfällt, aber auch, dass ich wirklich sinnvolle Produkte herstelle, die nachher einen wirklichen Mehrwert auch generieren für den Benutzer und auch auf eine Rückbesinnung gewissermaßen, auf die Langlebigkeit eines Produktes. Das wurde ja zum Vorfeld auch schon angesprochen. Man sieht jetzt, dass vermehrt Bekleidung auf den Markt kommt, was nur eine sehr kurze Haltbarkeit hat. Und da nützt es mir auch nicht viel, wenn die dann alle recyclingfähig sind, weil das verursacht dann auch wieder viel Energie, diese wieder zu recyceln, wieder neue Materialien herzustellen und dann natürlich auch die Sortenreinheit, aber da, wo es möglich ist, ohne dass essentielle Funktionen verloren gehen, beziehungsweise auch die Langlebigkeit stark leidet. Und wenn man mal um die Lieferkette sich das anschaut, da ist es ein bisschen spannender, wie ich finde, nochmal, was da eigentlich auch passiert und welche Situation wir auch aktuell haben. Da ist halt die Situation, dass der Hauptbeschaffungsmarkt für Textilien, der ist in Asien. Aber der größte Abfall, der fällt hier in Europa bei uns an. Also folglich müsste eigentlich unser Abfall nach Asien verschifft werden, damit er wieder in den Produktkreislauf aufgenommen werden kann. Also die Frage ist da jedoch, ob wir so einfach unseren Abfall in andere Länder schiffen können. Also China zum Beispiel nicht. Das geht nicht mehr. Und hier könnte natürlich eine Abhilfe da schaffen in der Lieferkette, die eigentlich dort besteht, wo auch der Abfall tatsächlich anfällt. Also sprich bei uns. Aber in der Bekleidungsbranche ist es nicht so ganz einfach. Weil die Konfektionierung, die hat sich, wie wir ja wissen, außerhalb von Europa hat sich die eher etabliert. Es gibt zwar in Ost- und Südwesteuropa noch eine Bekleidungsindustrie, also eine Konfektion, allerdings nur mit begrenzten Kapazitäten und ehrlicherweise auch, wenn es um Funktionsbekleidung geht, technische Funktionsbekleidung mit begrenztem Know-how. Das ist damals leider auch abgewandert nach Asien und insofern ist die Textilherstellung auch vorrangig in Asien zu Hause. Und jetzt einfach die Textilherstellung von Europa nach Asien zu verlegen, also verlagern. Das ist jetzt einfacher gesagt als getan natürlich. Ne? Das hat nicht nur mit Kosten zu tun, sondern auch mit der notwendigen Arbeitskraft und Infrastruktur. Ja. Was aber gewissermaßen, jetzt wird spannend, was noch bleibt, das ist die Rohmaterialherstellung, also insbesondere bei den synthetischen Materialien. Da können wir wirklich ansetzen im ersten Schritt, weil das haben wir noch in Europa. Da sind wir auch führend in der Innovation mit neuen Systemen. Genau. Und zu guter Letzt dann noch die Recycling-Infrastruktur. Da ist es natürlich wichtig, dass wir auf eine Etablierung von, und jetzt kommt es auch, kommerziell realisierbaren Sortierungs- und Recycling-Infrastrukturen sorgen. Unter der Einbeziehung auch von der Bioökonomie, also der Entkopplung von fossilen Ausgangsstoffen. Aktuell fällt ja mehr Textilabfall an, als sortiert und weiterverarbeitet werden kann mit den heutigen Systemen. Und auch die automatische Erkennung der verschiedenen Materialien stellt auch noch ein Problem dar. Da weiß ich, dass jemand aus dem Podium heute da auch noch was zu sagen kann. Und es ist halt derzeit noch nicht wirklich ein lukratives Geschäft. Das haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten auch gesehen. Da mussten einige Recyclierer, mussten halt auch Insolvenz anmelden in Deutschland. Insofern ist das schwierig. Aber Pilotanlagen sind im Entstehen für zellulosische Textilien, für PET-Textilien. Genau. Aber auf der anderen Seite gibt es seit Jahren Recycling-Systeme, die von der Technik her funktionieren. Aber die Probleme liegen hier eher auch in den Bereichen der Sortenreinheit und in den kontinuierlichen Abfalleingangsströmen und sind auch regional begrenzt. Beziehungsweise gibt es sie vorrangig in Asien, China und da ist halt auch kein Import von Abfällen möglich. Ja. Ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man solche Kreisläufe schließen kann und wen man auch dafür braucht und mit wem man auch zusammenarbeiten kann. Herr Diebel hat das ja in seinem Eingangsstatement auch schon gemacht. Man muss auch Netzwerke knüpfen und da haben Sie, glaube ich, schon einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Die chemische Industrie ist zum Beispiel eine wahrscheinlich ganz wichtige Partnerschaft, die man andenken und angehen müsste. Vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Ich gehe weiter. Ina Budde. Schön, dass Sie da sind als Start-up. Sie wollen das ja mit Ihrem Unternehmen ändern. Und ich stelle mir jetzt gerade die Frage, warum wird eigentlich so wenig recycelt? Und Sie haben ja ein Konzept, was
alle möglichen Leute überzeugt hat, auch einige Kollegen hier, die hier mit dabei sitzen, unter anderem aber eben auch wichtige Förderer. Und jetzt haben Sie erstmal 3 Minuten, um uns Ihr Konzept zu erklären und dann komme ich nochmal mit 2, 3 Nachfragen dahinterher, ja? Wunderbar, sehr gerne. Ja, wir haben ja schon viel gehört zu Impulsen und dem Bedarf einer Kreislaufwirtschaft. Ich denke, da ist keine Frage mehr. Und wir von Circular Fashion haben uns letztendlich mit der Mission gegründet, eine Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Und Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben oder eben auch Ziele gesetzt haben, wirklich praktisch zu unterstützen, das umzusetzen. Und genau, denn wir haben gesehen, dass Hürden wurden auch schon von meinen Vorrednern eben genannt, einfach ja fehlendes Wissen, Transparenz und Vernetzung eben auch der Lieferketten und ja entlang des gesamten Kreislaufs eben sind. Und das zum einen, was das Produktdesign ja darauf bezogen ist, was Frau Rabe eben auch schon sagte und eben auch Konsumentinnen mit einzubeziehen, ja, Produkte anders zu nutzen und sie auch in die richtigen Kanäle zurückzubringen, sowie auch ja, Altkleidersortierbetriebe mit den richtigen Informationen auszustatten, was eigentlich in einem Produkt drin ist und wie es recycelt werden kann. Und diese Erkenntnis über diese Hürden war letztendlich der Startschuss, um auch Circular Fashion ins Leben zu rufen und wirklich eine ja, digitale Plattform zu entwickeln, wo wir zum einen Software, aber auch Dienstleistungen anbieten, um eben diese Herausforderungen zu lösen. Und das sind ganz konkret einmal bezogen auf das Produktdesign, eben eine Circular Design Software, womit wir eben auch ja, Workshops geben neben dieser Software, aber wirklich im ersten Schritt die Anforderungen von Recyclingbetrieben aufgenommen haben und die ganz konkret in Material- und Designkriterien übersetzt haben. Und genau, dementsprechend jetzt eine Circular Material Library haben, wo wir eben auch Textilien anbieten, die wir getestet haben auf ihre Recyclingfähigkeit und somit eben Modemarken auch die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen und eben auch Textilherstellern diese dort anzubieten. Mhm. Genau, und eben auch ja, Produktchecks durchführen, um zu zeigen, dass Produkte auch erfolgreich recyclingfähig gestaltet wurden. Und auf der anderen Seite die ganze Frage der Infrastruktur, die Herr Bethmann auch gerade schon genannt hatte, eben Produkte wieder in den Kreislauf zu bringen. Dort haben wir eben das Circularity ID-System entwickelt, was ein scannbares Etikett ist, was ja im Produkt integriert ist und Kunden können eben mit einem Smartphone darauf zugreifen und sehen eben alle Informationen über die Produkte und Materialdaten und wo sie eben auch das Produkt zurückgeben können. Und eben auch Altkleidersortierer können mit einer Sortiersoftware darauf zugreifen und genau sehen, welcher Recyclingbetrieb ist jetzt der beste für genau dieses Produkt und ja, um wirklich neue Garne wieder daraus herzustellen. Und ja, da sind wir gerade, gibt schon einige Kollektionen damit auf dem Markt und eben pilotieren auch mit Sortierbetrieben und genau, sind eben auch in vielen Forschungs- und Innovationsprojekten involviert, ja, eben von der DBU gefördert, aber eben auch BMBF und BMU, viele Unterstützer, um wirklich da auch zu forschen, noch mehr Einfluss zu haben und mehr Lösungen dort genau weiterzuentwickeln. Okay, damit solche Recyclingunternehmen dann hinterher diesen Nutzen auch verwenden können, ist es ja wichtig oder eine Voraussetzung, dass die ID in dem Textil auch drin ist. Das heißt, es müssen möglichst viele mitmachen, damit es dann hinterher auch umgesetzt und auch wirklich eine Wertschöpfung und auch große Massenströme erreicht. Können Sie uns schon Hoffnung machen? Sie sind ja jetzt erst seit 2018 am Start, aber Sie haben wahrscheinlich schon den einen oder anderen Kunden gewonnen für das Konzept. Ja, absolut. Also wir haben allein in den letzten 2 Jahren mehr als 70 Modemarken beraten und geschult. Ich glaube, mehr als 500 Designer auch tatsächlich geholfen, kreislauffähiger zu designen. Das heißt, Produkte sind auch, ja, am Kommen und wir haben auch schon einige Kollektionen auf den Markt gebracht, beispielsweise H&M, Hugo Boss haben eben kreislauffähige Produkte auch ja, auf den Markt gebracht nach diesen Trainings und auch schon ja, Kollektionen mit Circularity IDs, beispielsweise Zalando hat eben auch schon eine Kollektion mit diesen IDs auf dem Markt, aber auch weitere, also sind auch noch in diesem Jahr am Kommen und insofern sehen wir definitiv, dass das angenommen wird. Wir denken aber auch, dass wir hier zweigleisig fahren müssen, denn es wird nicht so sein, dass in den nächsten Jahren alle Produkte einer ID innehaben. Das heißt, wir forschen eben auch an anderen Lösungen, gemeinsam mit Universitäten, eben auch durch Spektroskopie und andere Möglichkeiten, die Faserzusammensetzung herauszufinden. Aber genau, ich denke, es muss eine komplementäre Lösung aus beiden Wegen sein. Okay, vielen Dank erstmal, Frau Budde. Herr Heimann, schön, dass Sie da sind. Sie beraten ja, Sie haben unheimlich viel Erfahrung mit sehr vielen Textilunternehmen, Sie beraten viele und
Taucht dort Circular Fashion bei Ihren beratenden Unternehmen? Ist das ein Thema, wo Sie vernetzen können? Und wird das aufgegriffen, dieses Konzept von Ina Budde? Oder sehen Sie da noch sehr viele Widerstände, was die mittelständische Industrie in Deutschland zum Beispiel angeht oder die Textilindustrie in Deutschland? Lassen Sie uns ein bisschen nehmen Sie uns ein bisschen mit, was so Ihre Erfahrung in dem ganzen Beratungsgespräch in der letzten Jahre dort auftaucht. Ja, natürlich ist das ein Thema auch bei unseren Kunden, wobei ich sagen muss, dass das gar nicht unser erster Schritt ist, den wir gehen. Wie Ina wurde auch schon angedeutet und Ina wurde und ich haben das in der Hochschule schon vor knapp 10 Jahren diskutiert, dass alles vorne am Design anfängt und für die Unternehmen halte ich es wichtig, dann eins meiner Lieblingsmantren überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln für Nachhaltigkeit. Und da ist eben dann Kreislauffähigkeit ein Teilaspekt, so dass ich gestehen muss, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten, fangen wir eigentlich vorne an und raten vor Aktionismus eigentlich ab. Tatsächlich ist oft der erste Impuls, Mensch, ihr in eurem Institut, der Stiftung, ihr macht da und wir haben da irgendwie so eine Idee und wollen da so einen Leuchtturm und es das muss tatsächlich in gute Strategien, Dr. Hempel, eingebettet werden, weil wir haben schon eine ganze Menge Aspekte gehört eben. Und diese Module, diese Aspekte muss man tatsächlich zusammenbringen, dass man also wirklich vorne anfängt, ein nachhaltiges, kreislauffähiges Design zu entwickeln. Meine Studenten kannten den Spruch immer, Shirt is skirt a bag, also dass man von vornherein, Ina schmunzelt da noch, also dass man in der Entstehung sozusagen, dass die Designerin schon mehrere Leben lernt zu denken und sie muss natürlich im Haus auch den Auftrag bekommen. Dann haben wir damals mit den Studenten auch schon gemacht, Monomaterial-Projekte. René, wir beiden haben das auch schon diskutiert, ne? Ein Windbreaker oder eine Outdoor-Jacke, da jetzt wirklich auch zu gucken, kann ich das aus einem Material machen, um es hinterher recyceln zu können. Und dann mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet, ein Material. Also wenn ich das, vielleicht erläutern Sie das noch so ein bisschen runter. Das bisher besteht ja eine Outdoor-Jacke aus ganz vielen unterschiedlichen Schichten und Layern mit unterschiedlichen Funktionen. Und das haben Sie jetzt vor, im Prinzip aus Monomaterialien zu entwickeln. Ja, Dr. Hempel, das ist sowieso, meistens wird alles am Anfang sehr kompliziert diskutiert und ich bin Riesenfan, wer mich ein bisschen länger kennt, der weiß das, ich bin Riesenfan von Simplifizieren und Professor Rabe, wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten und dann da über Ansprüche, über Möglichkeiten und mein Appell, den ich jetzt die letzten Monate auch ganz häufig wiedergebe, lassen Sie uns gemeinsam akzeptieren, dass es ein Prozess ist und dass es Wege gibt. Also ich bin zum Beispiel inzwischen gar nicht mehr ein Fan von sofort 100% Lösung, sondern gerne auch schrittweise, dass wir die Ideale kennen, dass wir die Visionen kennen und Ina, du hast es eben ja auch schon schön gesagt und du hast ja tolle Beispiele gegeben, wie ihr in eurer eigene Company auch aufgestellt. Ihr denkt ja auch holistisch im Grunde mit verschiedenen Aspekten und das ist total wichtig vorzugehen. Und dann kann man das zum Beispiel ganz simpel, dass man ein Gedankenspiel, René, ne, dass man hingeht und sagt, dann machen wir diese Jacke komplett aus Polyester mit Zipper, mit Druckknöpfen und so weiter. Und bitteschön auch, es muss auch nicht, so eine Jacke muss auch nicht unbedingt eine Wassersäule von 20 Metern haben. Also ich muss nicht unbedingt ein Bonding-Membran da einbauen, wenn es wirklich nur eine Windbrecherjacke ist, die dafür eigentlich die Funktion hat, damit ich mit dem Hund eine Dreiviertelstunde ums Karree gehe. Also auch solche Dinge, dass wir da lernen, die vernünftig einzuclustern. Ja, eine Herausforderung bei den Textilien ist ja, dass wir nicht im B2B-Bereich bleiben. Also wir verlassen ja den Business-Bereich und der Verbraucher ist plötzlich da und zieht diese Jacke an und verhält sich beim Entsorgen möglicherweise ganz anders oder beim Rückgeben ganz anders. Wie kann man das eigentlich abbilden? Also wie kann man eigentlich das Konsumentenverhalten irgendwie mitdenken? Weil das braucht man ja hinterher, wenn man Kreislaufführung gestalten will. Wenn man den Verbraucher außen vor lässt, wird das wahrscheinlich nicht gut gelingen. Können Sie uns da weiterhelfen?
Ja, absolut. Aber auch da mein Appell ist, lassen Sie uns Multi-Stakeholder-mäßig denken. Also der Verbraucher ist der eine. Wir haben vorhin gesagt, alles startet mit Bewusstsein. Also ich muss den Verbraucher bewusst machen, dass die Jacke am Ende des Lebens doch ein zweites und drittes Leben haben kann. In welcher Form auch immer, Professor Rabe, zerlegen wir es in die einzelnen Polymere oder akzeptieren wir vielleicht auch ein Downcycling kann ja immer noch besser sein, als wenn es sich in den Weltmeeren verewigt und so weiter. Also den Verbraucher jetzt für Kreislauffähigkeiten zu begeistern, glaube ich, wird uns gelingen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es viel mehr Loops gibt. Wir kennen immer Pre- und Post-Consumer, also Industrie und, ja, und Konsumentenseite. Genau. Wir sind aber mal hingegangen und haben das mal zerlegt und sind auf 6 verschiedene Loops gekommen. Ina, du erinnerst dich, wir haben damals schon drüber gesprochen und die Ellen MacArthur Stiftung ist zum ähnlichen Ergebnis. Also wir haben alleine 6 verschiedene Loops gefunden. Und wenn man die, jetzt komme ich wieder zurück, ganz am Anfang, wenn ich die mit meinen Kunden durchgehe und wir machen dann Workshops und sagen, komm, wir gucken uns mal diese verschiedenen Loops an und suchen mal low-hanging fruits. Was davon könntet ihr vielleicht im Unternehmen schon direkt machen, wenn ihr euch grundsätzlich bewusstseinsmäßig aufstellt? Da kommt man zu ganz tollen Effekten. Da gibt es wahrscheinlich schon einige Sachen, die man innerbetrieblich relativ schnell erreichen und lösen kann. Genau. Und die high-hanging fruits, das sind die irgendwie überbetrieblich, die zusammen mit anderen Einrichtungen, möglicherweise auch mit Verbrauchern hinterher geregelt werden können. Vielen Dank erstmal. Ja, ganz kurz, du kommst das, ja, Entschuldigung. Nick, gerne nochmal, Herr Heimann. Ja, weil es braucht genau diese Ebene natürlich, was Herr Diebel schon sagte, dass es eben diese Recycling-Technologien braucht und was Professor Rabe sagt, und dass man sich das im Detail auch erstmal auf der Forschungsseite an. Diese Ebene braucht es natürlich auch. Und wie Sie sagen, Dr. Hempel, das ist dann keine Low-Hanging Fruit mehr. Deswegen, wir müssen kurzfristig, mittel- und langfristig, und das muss eben parallel und das wäre mir wichtig heute auch, dass wir diese verschiedenen Ebenen und auch Zeitebenen mit den unterschiedlichen Ressourcen anerkennen auch. Da würde ich gerne eben Mut machen wollen. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses mutmachende Statement. Wir haben es jetzt 3:15 und wir hatten zugesagt, dass wir unsere Teilnehmenden, die mit Chat gerne dabei teilhaben können. Deswegen rufe ich jetzt meinen Kollegen Volker Berding. Da ist er. Und schau dich an, hast du spannende Fragen mitgebracht oder Anmerkungen? Ja, es gab schon zahlreiche Fragen aus verschiedensten Themenrichtungen. Ich steige einfach mal ein, mal so in den Bereich Wirtschaftlichkeit, Suffizienz. Da kamen 2 vielleicht ähnlich geartete Fragen. Wie können Arbeitsplätze und existenzsichernde Löhne erhalten bzw. geschaffen werden bei gleichzeitig geförderter Konsumreduzierung? Und ist Wachstum eine zentrale Bezugsgröße? Das betrifft, denke ich mal, Unternehmen, die mit Kleidung Geld verdienen wollen. Herr Wittmann vielleicht. Ja, also zur ersten Frage auch, 2 Fragen in einer. Ich glaube, das Erste, das ist wichtig, dass man wieder eine Rückbesinnung auch hat auf gewissermaßen Qualität, auf das Wesentliche, auf etwas Zeitloses, dass man auch Begriffe wie Emotional Durability fördert, sprich das, was man liebt, das behält man auch, das pflegt man auch. Und insofern diese Wertigkeit, die muss wiederkommen, das Textil. Wenn diese Wertigkeit wieder reinkommt, dann kann ich auch höhere Preise nachher verlangen dafür. Dann kann ich höherwertige Materialien einsetzen, kann dann aber auch natürlich bessere Löhne bezahlen. Und das kommt nachher alles mit einher. Ich glaube, es ist schwierig nachher, wenn man ein T-Shirt für irgendwie 2 Euro verkauft, dass man hier viel Spielraum hat nachher, um jetzt existenzsichernde Löhne zu machen. Wobei existenzsichernde Löhne, ich glaube, das wird schon sehr stark angegangen von vielen der Stakeholdern in der Bekleidungsbranche. Aber man muss auch darüber hinausgehen. Es reicht nicht mehr, nur auf existenzsichernde Löhne zu kommen. Da sind wir zum Teil schon, also wir bei uns in unserer Lieferkette sind da ehrlich gesagt schon, man muss noch darüber hinausgehen, dass man auch in Zukunft Fachkräfte für diese Tätigkeit gewinnen kann. Mit der Automatisierung ist es noch ein sehr weiter Weg. Und insofern bin ich auf Fachkräfte angewiesen, die mir die Teile nachher zusammennähen, die oder die Textilien herstellen.
Und insofern ist es halt wichtig, dass man hier auch nachher, weil wir sehen, dass die ganzen Kosten, die ganzen Produktionskosten, die steigen jedes Jahr. Und die Löhne, die steigen auch jedes Jahr. Es wird nachher eher wichtiger sein, dass man nachher solche Höhen oder solche hohen Löhne zahlt, dass es wieder attraktiv wird. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit der ganzen Pflegediskussion gerade, die wir in Deutschland haben durch Corona. Ja, Frau Rabe, gerne. Wenn ich darf. Gerne, ja, bitte. Was ich an der Frage jetzt eigentlich auch nochmal wichtig finde, ist, wo kommt jetzt eigentlich der Druck her für die Kreislaufwirtschaft, weil wir in unserem Markt ja die Situation haben, dass die Rohstoffpreise extrem niedrig sind. Und das, was jetzt an existenzsichernden Löhnen diskutiert wird, ist natürlich auch nicht vergleichbar. Wir haben ein riesiges Gefälle an existenzsichernden Löhnen. Wenn wir, Herr Bethmann hatte das, glaube ich, vorhin auch adressiert im Zusammenhang mit der Lieferkette. Wenn wir jetzt hier mit dem Recycling beginnen, mit auch sehr, zum Teil sehr manuellen Arbeiten, wie schaffen wir das mit dem, was wir jetzt als existenzsichernden Lohn in Deutschland haben? Im Vergleich jetzt zu dieser doch sehr globalen textilen Verarbeitungskette, wo man dann ganz am anderen Ende, und da brauchen wir noch nicht mal weit zu gehen, da sind wir noch innerhalb von Europa vielleicht nur 200 Euro als existenzsichernden Monatslohn betrachten. Also das ist unglaublich schwierig, aber mein Punkt ist jetzt eigentlich diese sehr, sehr niedrigen Rohstoffpreise. Erdöl ist extrem niedrig, das ist natürlich jetzt auch nochmal durch die Pandemie nochmal weiter forciert. Und der wirtschaftliche Druck ist eigentlich nicht groß genug, um dieses Rad jetzt oder diesen Motor anzutreiben. Ja. Das, man kann natürlich auch an anderer Stelle froh sein, dass die Rohstoffe nicht teuer sind, um gute Produkte zu erzeugen. Aber es ist zumindest auf der ökonomischen Seite wenig Motivation da, um diesen Weg zu gehen. Und ich sehe auch im Zusammenhang mit der Lieferkette die Schwierigkeit, wenn die Rohstoffe hier gewonnen werden, vielleicht auch nochmal über die Chemiefaserindustrie zu Produkten werden, dass dann diese Produkte, die wir hier als Faser vielleicht erzeugen, in der Lieferkette erstmal nochmal wieder ganz weit weg müssen, um daraus ein Produkt zu machen. Also für mich wäre auch dann für bestimmte Artikel eine Rückverlagerung von Produktion irgendwo damit verbunden, was nicht heißen soll, dass ich die Lebensgrundlage von in anderen Ländern damit beschneiden. Ja. Das ist okay. Es ist hochkomplex. Ja, es ist hochkomplex, das glaube ich auch. Herr Heilmann, Sie wollten eine Anmerkung dazu geben? Ja, ganz kurz. Also das ist das, was ich eben sagte. Es braucht so einen Multi-Stakeholder-Ansatz. In diesem Falle, Frau Rabe, lassen Sie ja anschwingen, wie weit kommt ein Gesetzgeber vielleicht ins Spiel? Wie weit sind Unternehmen neben Verbänden, NGOs? Also da gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, wir dürfen tatsächlich nicht hingehen und alles auf den Endverbraucher verlagern. Also ich glaube, das braucht wirklich einen Akkord aus diesen verschiedenen Sichtweisen. Wobei durchaus Recycling-Technologien am Ende ja auch Arbeitsplätze schaffen können. Nehmen wir nur mal dieses provokative Beispiel Afrika. Wir haben jahrzehntelang Second-Hand-Klamotten nach Afrika geschickt. Die eigenen Industrien da sind komplett ruiniert. Aber was ist, wenn wir sagen, ja okay, die Klamotten, es gibt da übrigens auch noch Riesenberge. Ich bin selber in Ruanda gewesen, werde mich da auch wieder hinbegeben. Und das Land zum Beispiel, die haben gesagt, wir nehmen keine Secondhand-Klamotten mehr an, was übrigens dann für die deutschen Altkleidersortierer gerade ziemlich viel Kopfschmerzen macht, weil da stapelt sich das Zeug. Und aber jetzt die Berge, die da sind, was ist denn, wenn man sich einfach mal anguckt, kann man in diesen Ländern dann zum Beispiel nicht recyceln? Also ich finde das gar nicht so verwerflich zu sagen, wenn wir auf der einen Seite transportieren und Altkleider nach Afrika transportiert haben, dann schauen wir eben, welche Technologien, das kann ja ziemlich im Baumwollbereich zum Beispiel ziemlich simpel sein, dass ich einfach die Baumwolle hier vor Ort schon separiere mit allen möglichen Technologien und die reinen Baumwollartikel dann eben runterschicke, da scratche und dann eben zu Virgin Baumwolle mit dazu addiere. Die wächst ja nun mal fantastisch in Afrika und dann habe ich vielleicht einen 20-30-prozentigen Baumwollanteil. Also das kann man auch relativ simplifiziert
solche Anlagen zum Beispiel stehen ja schon in Pakistan und werden da im größeren Stil gesetzt, vollstufig bis zur fertigen Jeans. Also das braucht diese weit geschichteten Denkweisen. Natürlich ist eine Technologie hinter im Bereich der Polymere oder wenn ich hingehe und sage, ich will einen wertvollen Rohstoff Baumwolle jetzt als Zellulose im Regeneratbereich einsetzen, dann habe ich natürlich die Herausforderung, dass ich dadurch, dass ich kaum Monomaterials noch zur Verfügung habe, dass ich dann die Polyester-Polyamid-Anteile da wieder rausseparieren muss. Mhm. Und da bin ich wieder bei Ihnen, Herr Diebel, zum dritten Mal, wo Sie fordern, eben Technologien mehr zu fördern. Aber auch da gibt es ja Ansätze. Und wenn diese Anlagen eines Tages mal fertig sind, die kann ich ja weltweit überall hinstellen. Und ich finde das auch total legitim. Wir haben eine globale Textilkette, wir haben auch ein globales Recycling-System und das ist in einem permanenten Wandel untersetzt und das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich will nochmal auf den Punkt Monomaterialien zurückkommen und auf Herrn Bethmann. Ich kann mir das ja für betriebliche Lösungen, kann ich mir das ja vorstellen, aber die Voraussetzung ist ja, dass Sie das Material erstmal überhaupt zurückbekommen. Ja, genau. Also ich bin auch der Meinung, dass es da auch nicht eine einzelne Firmenlösung dafür gibt. Das haben wir versucht als Mittelständler, hat nicht geklappt. Große Ketten wie das H&M, die bekommen das besser hin, weil sie auch dann auch gleich Gutscheine mit ausgeben, was die Kunden auch noch dazu animiert, dann, dass sie dann ihre Produkte schneller zurückgeben, dass sie gleich wieder mehr konsumieren können. Ob das dann die Lösung ist, ist auch fragwürdig. Aber hier sind wirklich Branchenlösungen gefragt. Also wirklich, dass die Branche hier zusammen agiert. Und da passiert gerade auch relativ viel, auch in den Verbänden in Europa, aber auch in den USA, was zum Teil rüberschwappt nach Europa. Nenne ich nur mal die Initiative Accelerating Circularity aus den USA, wo fast alle großen Branchenvertreter im Textilbereich dabei sind in den USA, was jetzt gerade nach Europa überschwappt, wo die EOG, die European Outdoor Group, auch mit dabei ist. Hoffentlich bald auch noch weitere Vertreter. Und ich glaube, nur dann geht es, dass man es nachher im Idealfall so ähnlich hat, wie wir es jetzt im Elektronikbereich sehen, dass jetzt sogar, habe ich gestern gelesen, auch Discounter müssen jetzt Elektronikware wieder annehmen, also gebrauchte. Mhm. Und ich glaube, nur da kann es nachher hingehen, weil ansonsten schaffen es wirklich nur sehr, sehr große Firmen, die sehr viele Shops haben, die auch dann ein entsprechendes Image auch haben für, sag ich mal, Mode, wo die Kunden dann, sage ich jetzt auch mal, eher des Öfteren ihre Kleidung zirkulieren lassen. Genau, das bildet offensichtlich zwei unterschiedliche zirkuläre Systeme an. Ein relativ schnell drehendes, jetzt zum Beispiel, so stelle ich mir das vor bei H&M, und eins, was mehr auf Langlebigkeit und Kontinuität und lange Nutzungsdauer und hochwertigen Stoff liegen. Passt das zusammen? Werden die getrennt sein? Und was braucht es dafür, damit die im Kreis gefahren werden können? Schwierig. Also es ist natürlich, nachher landen die, im besten Fall landen die alle zusammen und werden dann separiert. Aber da ist natürlich auch das Problem, wenn ich jetzt hier etwas, sage ich mal, ein nicht sehr wertiges Material habe, das kombiniere nachher im Abfall mit einem sehr hochwertigen Material. Das hängt dann auch stark von dem Recycling-System ab, welches ich nachher einsetze, ob es mir das halt separieren kann und auf welche Ebene ich auch beim Recycling gehe. Also wertstoffliches Recycling oder gehe ich noch weiter vor bis hin zum molekularen Recycling? Mhm. Das muss man sich natürlich auch dann überlegen, welches Verfahren setze ich dann ein? Ja. Volker, ich gucke dich nochmal an. Gibt es zu dem Themenkomplex Materialien und Recycling, gibt es dort noch Hinweise aus dem Chatroom von unseren Zuhörern und Teilnehmenden? Hinweis, Frage zum Thema Recycling von PET. Wie bewerten die Expertinnen den Trend zum Recycling von PET-Flaschen als Kleidung? Wäre es nicht deutlich nachhaltiger, gar keine PET-Flaschen zu benutzen? Okay. Da schließe ich noch direkt an, vielleicht kann man es auch mischen. Welche Möglichkeiten gibt es zur Trennung von verschiedenen Fasermischungen, um zum Beispiel chemische Recyclingprozesse ökonomisch und ökologisch zu gestalten? Das sind zwar vielleicht verschiedene Fragen, aber trotzdem können wir in diesem Kontext vielleicht beide angehen. Ja, vielleicht nehmen wir erstmal die zweite. Die ist, glaube ich, dichter an diesem Expertinnenkreis dran. Vielleicht wiederholst du die nochmal mit den Fasermischungen. Ja.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Trennung von verschiedenen Fasermischungen wie Baumwolle, Polyester, Elastan in Jeans und Ähnlichem und um zum Beispiel chemische Recyclingprozesse ökonomisch und ökologisch zu gestalten? Ich kann gerne mal ansetzen. Ja, sehr gerne, Frau Bolle. Gewünscht. Genau, also im Prinzip sehen wir da ja verschiedene auch chemische Verfahren, beispielsweise die Dissolution, wo eben Produkte aufgelöst werden und die wertvollen Stoffe rausgewonnen werden. Oder wie Frau Rabe vorher schon sagte, eben auch Depolymerisierung, wo wirklich die Monomere übrig bleiben. Und grundsätzlich ist natürlich der große Vorteil dabei, dass wir Building Blocks sozusagen wieder zurückgewinnen, die wir einsetzen können, um wirklich virgin-äquivalente Materialien herzustellen. Und da sehen wir auf jeden Fall große Innovationen, auch innerhalb Europas, die aktuell skalieren, die schon aktiv sind, die sozusagen die Technologien bewiesen haben. Es ist möglich. Was wir allerdings auch in der Kooperation mit diesen Partnern, mit denen wir auch zusammenarbeiten, viel sehen, ist, dass es trotzdem Spezifikationen gibt, die natürlich gewünscht sind, also Präferenzen. Zum einen auch Materialien, die einfach ausgeschlossen werden sollen, auch wenn sie vielleicht herausgefiltert werden können. Es ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Die muss sich ja am Ende auch entsorgen. Und natürlich gilt es, die größte mögliche Menge zurückzugewinnen und wieder einzusetzen, um das Ganze auch wirtschaftlich zu gestalten. Insofern nehmen wir da halt eben die Spezifikationen auf und versuchen, Produkte wirklich ganz konkret entlang diesen Kriterien zu entwickeln, wo es genau auf jeden Fall auch für Mischfasern möglich ist, also Mischfasern einzusetzen, aber halt in besonderen Verhältnissen und eben unter Ausschluss gewisser Technologie oder gewisser Materialien, Behandlung etc. Ja. Ganz genau. Ja, das und macht, Wir kennen das ja aus dem Verpackungsbereich. Dort gibt es seit rund 2 Jahren das Verpackungsregister. Die setzen Standards, was eigentlich wie Verpackungen aussehen dürfen, welche Komponenten dort drin sind, welche Vielfalt an Stoffen. Und einige sind auch dann hinterher mit einem Malus sozusagen mit einer zusätzlichen Steuer versehen. Also so kann ich mir das national ganz gut vorstellen. Wir sind ja jetzt in der textilen Kette. Die ist global. Da sind sehr viele Akteure. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und wie kriegt man das hin, dass zum Beispiel Verbundmaterialien oder Textilien aus sehr, sehr vielen und schwierig zu recycelnden Materialien ja ein Malus bekommen oder ein Ausschlusskriterium bekommen? Wer organisiert sowas? Also wir sehen beispielsweise Potenzial dabei für eben die, ein Produktpass eben, also auch wie zum Beispiel die Circularity-ID, die wirklich auf sehr detaillierte Weise auflistet, was wirklich enthalten ist, also ob Flammschutzmittel enthalten sind, was für Färbestoffe genutzt wurden. Das geht wirklich sehr detailliert und dafür haben wir eben auch einen Standard entwickelt, den wir aktuell öffentlich gemacht haben, den wir aber auch mit verschiedenen Initiativen weiterentwickeln. Und ich denke, es muss dahin kommen, dass wir wirklich die Materialien mit mehr Informationen ausstatten. Es gibt ein schönes Zitat, Waste is material without an identity. Wir müssen also wieder diese Identität zurückgeben zu den Produkten, wirklich genau spezifizieren, was drin ist, um dann auch die besten Lösungen dazu zu finden. Und ich denke, das kann man vielleicht auch noch mit der ersten Frage verbinden, denn auch beim PET-Recycling ist es ja so, dass gewisse Stoffe enthalten sein können, die nie dafür gedacht waren, auf der Haut getragen zu werden. Rolf Heimann, du stimmst mir wahrscheinlich zu, Antimon und alle Möglichkeiten, die eben auch bei Polyester eben mit enthalten sein können oder bei PET-recycelten Stoffen, sollte man einfach vorsichtig mit sein und eben genau überprüfen, was eben auch drin ist. Und deswegen plädieren wir da eben auch wirklich textile Kreisläufe zu schließen mit einer hohen Materialgesundheit und einer Überwachung, dass wir auch wirklich diese chemischen Stoffe, die wir nicht drin haben wollen, aus den Kreisläufen herausnehmen. Genau. Ich würde vielleicht noch mal gerne ergänzen. Ich finde das erstmal auch super, was gerade gesagt wurde. Es gibt schon eine ganze Reihe technologischer Ansätze. Ich würde jetzt nach meiner Einschätzung sagen, das sind auf jeden Fall noch nicht die wirklichen Bringer, mit denen man das Weltrecycling hinbekäme. Und aber es ist machbar. Also ich sage es mal ganz vereinfacht, man kann Zellulose in Schwefelsäure auflösen, man kann Polyester in Natronlauge auflösen. Wenn man es mal ganz drastisch unterbricht, da gibt es natürlich viel cleverere Methoden. Es gibt auch einige Ansätze jetzt auch in Europa, um das hinzukriegen. So können Sie quasi auch eine Mischung aus Baumwolle, Polyester nach dem einen oder nach dem anderen System auflösen. Ein Partner bleibt zurück. Dann kann man natürlich jetzt den einfacheren Partner nehmen, Polyester. Wenn der zurückbliebe, hätte dann die Chance, über auch thermische Verfahren auch wieder noch zu einem halbwegs in
okayen Material in den Stoffstrom wieder zurückgeführt zu werden. Es ist dennoch eine ganz schön komplizierte Geschichte. Und die bringt mich jetzt auch noch mal ein bisschen zu der ersten Frage, die vorhin kam. Ist es überhaupt sinnvoll, Polyesterflaschen zu recyceln und dann daraus Textilien zu machen? Mhm. Das ist jetzt eigentlich ja auch ein Teil dieser Geschichte. Polyester ist einfach ein Kunststoff, der tatsächlich auch ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Deswegen ist er so wahnsinnig verbreitet. Und es hat sich jetzt zumindest so weit herausgestellt, dass ungefähr 2% der Kunststoffe, die in der Textilbranche im Einsatz sind, aus fremden Branchen kommen. Also diese recycelten Flaschen, muss man ja eigentlich sagen, sind ein Downcycling aus der Verpackungsbranche rein in die Textilbranche. Und das ist das, was wir quasi mit Textil machen. Da haben wir am Ende auch irgendwelche Produkte, machen ein Downcycling, dann wird da vielleicht noch ein Dämmstoff draus. Das ist eigentlich diese Kaskade, mit der wir aktuell leben. Und so kommt eben aus dem Polyesterflaschen-Business ein Rohstoff auch in diesen textilen Kreislauf hinein. Und da würde ich jetzt persönlich sagen, das ist nicht verwerflich. Wenn wir uns das für die Textilien ja genauso vornehmen, ist es doch auch für den Flaschenbereich sinnvoll, dass zumindest diese Restflaschen dann auch verwendet werden. Da gibt es natürlich auch dann Auswüchse in der Form, dass eben auch Flaschen, die gar nicht mal als Verpackung verwendet wurden, in diesen Markt reinkommen. Dann ist es in dem Sinne ja keine echte Abfallverwertung mehr. Hier muss man dazu sagen, das ist auch nicht so einfach, mit dem Flaschenpolyester zu arbeiten. Also, dass man da jetzt hochwertige Fasern hat, ist schon auch eine Ingenieursleistung. Und dazu kann man auch noch sagen, es ist auch nicht so einfach, an diese Abfälle heranzukommen. Überhaupt nur 2 Länder auf dieser Erde führen ein systematisches Flascheneinsammeln durch. Dazu gehört Deutschland, dazu gehört Japan. Bei den Japanern ist es noch ein bisschen besser. Die trennen nämlich die Flaschen und die Deckel, die ja meistens bunt sind. Was dann auch noch wieder hervorbringt, was machen wir eigentlich mit den Pigmenten in diesen Kunststoffen? Was machen wir mit den Verunreinigungen? Vorhin kam Antimon hoch. Antimon ist beispielsweise in textilen Fasern enthalten. Im Flaschenpolyester ist Antimon nicht enthalten. Also wenn Sie ein Flaschenpolyester in der Faser haben, haben Sie eigentlich schon mal eine bessere Qualität, als wenn Sie einen textilen Polyester nehmen. Und da kann man eigentlich nur sagen, aus meiner Sicht ist es vertretbar, die Kunststoffflaschen, die Verpackungskunststoffe auch in der Textilbranche weiter zu verarbeiten. So kann der Kunststoff zumindest schon mal einen kleinen Loop, Herr Heimann hatte von vielen Loops genannt, einen schon mal wieder schaffen. Das ist doch ein Vorteil. Das ist so lange in Ordnung, wie man nicht mehr Energie benötigt, um das hinzukriegen, als wenn ich Erdöl genommen hätte, um das Ganze zu schaffen. Also so eine das Ganze immer wieder zu begleiten, auch mit Lifecycle Assessments, das würde ich mir schon wünschen, um auch rauszukriegen, haben wir halt hier die Balance gehalten oder arbeitet man eigentlich mit verschwenderischen Rohstoffen? Das ist sicherlich eine wichtige Frage. Frau Rabe. Herr Bethmann, kommentieren Sie das gerne. Genau, zu der ersten Frage habe ich dann auch noch eine Anmerkung, ob es sinnvoll ist, aus PET-Flaschen Bekleidung herzustellen. Man muss es halt so sehen, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. In der Vergangenheit war es so, dass es sehr, sehr schwierig war, diese PET-Flaschen wieder in einem eigenen Kreislauf führen zu können, weil nämlich sie oft nicht den Anforderungen für die Lebensmittelechtheit entsprochen haben. Und insofern waren Testverfahren sehr aufwendig, auch der Rezyklierungsprozess war sehr aufwendig und insofern war es ein gewisser Abfall, der dann halt im Downcycling für die Textilbranche sehr sinnvoll war und auch eigentlich ein wunderbarer Ausgangsstoff, weil er halt eine sehr hohe Reinheit hat. Und ich wollte nochmal anmerken, auch das Taiwan hat eine Recyclingrate von beim PET von über 95%, also kurz hinter Japan, also weltweit auf Platz 2 da gesehen. Also die sind ja schon sehr weit führend in dem Bereich. Jetzt haben wir natürlich eine neue Herausforderung, gerade in dem Bereich, auch für die Textilbranche, dass immer mehr Firmen sich zu recyceltem PET, was vorrangig aus Flaschen kommt, committed haben. Das Problem ist aber, dass die Verpackungsindustrie selber jetzt ihre eigene Kreislaufwirtschaft macht, was super löblich ist. Und egal, ob man nach Neuseeland schaut, da Mineralwasser kauft, in Japan oder auch in Taiwan, inzwischen noch mehr in Nordösterreich und langsam auch in Deutschland, da sehe ich, dass diese Mineralwasserflaschen aus 100% recyceltem PET hergestellt sind. Das heißt, auch wenn man guckt, was Coca-Cola macht zum Beispiel und andere großen Flaschenhersteller,
oder Getränkehersteller, die machen mehr ihr eigenes Closed Loop. Das heißt, die ganze Nachfrage, die kann immer schlechter bedient werden. Und das sehen wir aktuell auch schon, dass die Preise für Rezyklate im PET-Bereich sehr in die Höhe schellen, gerade für hochwertiges Rezyklat. Und das kann jetzt aber wiederum auf der anderen Seite einen Push geben für die Branche, dass sie mehr auf andere Ausgangsstoffe, folglich Textilien zum Beispiel, setzen muss schlussendlich. Ja, und es gibt, glaube ich, auch einen Impuls, dass sich Recyclingverfahren und die Entwicklung von Recyclingverfahren und die Investition in Recyclinganlagen sich auch irgendwann lohnt. Also das ist ja das andere, die andere Wahrheit. Wenn wir das Thema haben wollen, dann brauchen wir schon verlässliche Märkte, wo Recyclingprodukte auch aufgenommen werden. Und da kann ich aus Stiftungssicht nur sagen, das hat sich wirklich gewandelt. Die hochwertigen Recyclingverfahren, die wir vor 10, 15 Jahren gefördert haben in DBU-Projekten, sind häufig sehr schleppend in den Markt gekommen, weil zu dem Zeitpunkt Recyclingmaterial noch negativ konnotiert war. Das ist ja dreckig. Und ihr spart ja Geld damit, also muss das hinterher auch preiswerter sein. Und das hat sich Gott sei Dank in vielen Bereichen gedreht. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir haben jetzt noch weniger als 20 Minuten. Ich würde ganz gerne zwei Punkte noch ansprechen. Und zwar einmal, der Titel ist Business-Lösung. Und da wollte ich ganz gerne nochmal Volker bitten, ob du nochmal guckst, gibt es noch Fragen aus dem Kontext, was Business-Lösungen, Leasing und Mieten und solche Sachen, ob es da Fragen gibt. Den Punkt würde ich ganz gerne noch ein bisschen bedienen. Und dann interessiert mich auch, Sie sind ja heute eingeladen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Wir machen gerne solche Veranstaltungen, aber uns interessiert auch, geben Sie uns Hinweise, mit welchen Projekten wir uns in Zukunft beschäftigen sollen, wenn wir Kreislaufsysteme in der Textilindustrie schließen wollen. Also da vielleicht machen Sie sich vielleicht schon mal startklar für diese dann eher abschließende Frage. Aber zunächst erstmal Volker Berding. Gibt es noch was zum Thema Businessmodell? Ja, Leasing konkret wurde angesprochen in der Frage. Da heißt es, die Vergangenheit hat gezeigt, dass etwas nur in hoher Qualität rezykliert wird, wenn es einen Wert hat, meist einen Pfand. Muss es in der Textilbranche nicht auch ein Umdenken hin zu Leasingmodellen für Textilien geben, sodass der Produzent den Rohstoff erst gar nicht aus der Hand gibt? In einem Fast-Fashion-System kann dies nicht funktionieren. Okay, das riecht nach, ja, Herr Diebel und Frau Butte habe ich auch gleich angeguckt, aber Herr Diebel zuerst, bitte Sie. Ja, es sei eben auch schon angesprochen worden in meinem Vortrag, dass die Experten und Expertinnen das auch ganz klar gesehen haben, vor allen Dingen genau aus dem Punkt, dass man das Material als Hersteller im Besitz behält. Denn es wird nicht als Abfall deklariert und ich muss keine Abfallbehandlungsanlage machen, um mein Produkt wieder in den Kreislauf einzuführen. Und da ist doch ein sehr großer Charme. Außerdem bietet es natürlich auch die Möglichkeit, durch dieses Leasing, die vertragliche Bindung, Services und so weiter, viel näher an den Kunden, an sein Nutzungsverhalten auch heranzukommen, die Trageeigenschaften vielleicht auch das nächste Produkt bei ihm zu platzieren. Denn wenn der Kunde einfach in ein Geschäft geht, kauft einen Artikel und ist raus, dann hat man mit ihm nichts zu tun. Insofern bietet das zweierlei ganz, ganz wesentliche Chancen, um dahingehend auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und es war ja auch die Frage zwecks, wie macht man das eben auch, die Preise zu bezahlen, wenn letztendlich weniger verkauft wird. Das geht eben genau über diese Services, ja. Und bei einem Leasing kann man dann auch einen Refreshing oder eine Reparatur oder sowas mit einbauen. Gerade im Bereich von Outdoor-Kleidung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man eben auch im industriellen Stil eine neue Funktionalisierung der Kleidung auch gut hinbekommt und sie dann nochmal ausgibt, beispielsweise um so eine Regensäule nochmal ein bisschen wieder aufzupeppen. Und da sehe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade so in der Zukunft eben Geschäftsmodelle aufzubauen und entsprechend eben Leasing und Mieten auch zu etablieren. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich kann gerne auch ergänzen. Gute Punkte. Und ich denke, dass eben auch Themen wie Extended Producer Responsibility, die ja auch viel besprochen werden, auch in so eine Richtung gehen, dass Unternehmen sich einfach stärker Gedanken machen, was für einen Wert schaffe ich und was beispielsweise in Frankreich mit verschiedenen Besteuerungen der zurückgenommenen Produkte, je nachdem, wie nachhaltig ein Produkt auch ist. Also all solche Dinge können ja auch eben kommen. Aber genau, die Systeme, letztendlich die Geschäftsmodelle, für die ich die Produkte gestalte, das muss ja eng verknüpft sein. Also
was wir auch in unseren Trainings eben genau anschauen, ist immer zu vernetzen. Zum einen, was habe ich denn für einen Produktnutzungszyklus im Sinn? Wie lange und wie wird dieses Produkt genutzt von einem Nutzer oder von mehreren Nutzern? Und was habe ich dann für Möglichkeiten, um das wirklich ja positiv mit einem Service auch auszuschöpfen? Mhm. Und unsere Kunden haben da verschiedene Angebote von einer 2-Jahres-Garantie für Reparierung, aber auch Wiederfärbung, eben auch über Leasing oder Second-Hand-Modelle, auch Zalando beispielsweise mit seinem Circle- oder Pre-Owned-Kategorien, wo eben Produkte auch wieder zurückverkauft werden können an andere Kunden. Also ich denke, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, in was für einem Markt man sich befindet und was auch die Kunden spannend finden. Und es geht ja wirklich darum, die Gestaltung immer dahin damit anzupassen. Und letztendlich treibt man damit ja auch wirklich diesen systemischen Wandel voran, das Wachstum zu entkoppeln von dem Materialeinsatz, den wir eben haben. Und das ist das Essentielle dabei. Genau. Das ist genau das doppelte Entkoppelung. Einmal Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch und Ressourcenverbrauch von Umweltschäden. Vielen Dank für diesen Hinweis, Herr Heimann. Ja, ich würde ganz schnell nur kommentieren wollen, oder Ina, was du sagst, ist genau das. Und meine Erfahrung ist über die letzten Jahre, und das ist jetzt wirklich auch eine gute Nachricht, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ist ein Wertetreiber geworden. Und Ina, du hattest ja gerade diese Modelle. Also wenn ich mir als Company, wir machen in unserem Institut genau auch diese Workshops und haben genau diese tollen, sehr lebendigen Erfahrungen, wo dann auch die Marketingleute damit zukommen und sagen, ah ja, wir haben jetzt auch für die externe Kommunikation, also wir haben doppelten Win. Wir machen was Sinnvolles und wenn wir es dann machen, können wir auch drüber reden. Also Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit mit diesem Bewusstsein wird zum Wertetreiber. Und das ist eigentlich die positive Nachricht der letzten Jahre. Ja, da hat sich wirklich was getan. Frau Professor Rabe. Ja, ich würde gerne noch mal was Kritisches an dieser Stelle anmerken. Es fielen jetzt ja auch gerade Namen von sehr großen Modeketten. Und da würde ich schon auch bin ich sehr zwiespältig, denn das sind dieselben Unternehmen, die auch ihre Influencer jagen. Und da gibt es also gerade von dem die Frau Budde auch gerade sprach, provokante, ich sage es jetzt mal, Werbemaßnahmen über Influencer, wo Personen mit großem Glücksgefühl jeden Tag Packungen von neuer Kleidung auspacken und das als Lebensstil vermarkten. Und das geht natürlich in keinster Weise einher mit dem zur selben Zeit dann praktizierten und kommunizierten Recycling-Ansatz. Also auch dieselbe Firma vermarktet eine Jeans, die Recycling-Anteile hat. Ich finde das richtig und das muss auch so sein, aber man muss den Verbraucher mit reinnehmen und man kann ihn nicht gleichzeitig dann zum Massenkonsum anregen auf billigstem Level. Das schaffen wir nicht und das führt mich auch ein bisschen zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, was soll denn eigentlich erforscht werden? Ich finde, man muss unbedingt den Verbraucher hier mit reinnehmen. Den kann man ja auch nicht für dumm verkaufen. Also im Moment sind wir noch an dem Punkt, wo Nachhaltigkeit einfach nur ein Werbemittel ist. Ja. Und das wird uns nicht zum Ziel führen, um das einfach mal jetzt nicht philosophisch werden. Aber das ist für mich ein Riesenkonflikt. Ja, vielen Dank. Frau Budde. Danke. Genau, also ich finde es sehr, sehr gut, Frau Rabe, dass Sie da diesen kritischen Impuls mit reinbringen, in jedem Fall. Ich finde es aber auch wichtig, dass man eben die Strategien der Unternehmen anschaut und eben schaut, ob es eben Unternehmen ernsthaft auf dem Weg sind. Und wenn Unternehmen beispielsweise Strategien haben, bis 2023 50 Millionen Produkte in den Kreislauf zu bringen, dann ist es für mich und damit eben auch publik sind, dann ist es für mich eine ernsthafte Strategie, in diese Richtung zu gehen. Und ich denke, dass man dann auch erste Schritte, wenn noch nicht alles von einem großen Schiff sozusagen umgestellt wurde, aber man eben auf dem Weg ist, dass man das auch wertschätzen sollte, beziehungsweise natürlich nicht vergessen sollte, dass es sich gerne immer kritische Stimmen und sich das kritisch anschauen, in jedem Fall, aber eben auch wertschätzen, wenn Unternehmen auf dem Weg sind, auch wenn sie vielleicht noch nicht die 100% erreicht haben. Das sehen wir eben auch so. Okay, aber Frau Rabe hat auf jeden Fall schon mal den Reigen der, mit welchen Fragen sollen wir uns einfach in Zukunft beschäftigen, eröffnet. Und ich lade jeden von Ihnen ein, geben Sie uns gerne Tipps, was die Stiftung in Zukunft im Bereich Textil und Circular Economy aufgreifen oder verfolgen soll.
Das, was interessanterweise bisher noch nicht aufgefallen ist, ist ein Thema, was wir häufig diskutieren. Das ist sowas wie Reallabore. Also wie kriegen wir das eigentlich hin, dass man möglichst dicht an der Realität solche Kreislaufmodelle eigentlich abbilden kann? Also das ist zum Beispiel eins der Dinge, wo ich mich immer frage, wie kriegen wir das hin? Aber ich schaue jetzt mal in die Runde. Wer mag noch kommentieren? Herr Diebel. Ja, also wir sehen ganz starken Fokus auch dahin, dass man mit branchenübergreifend auch Materialpools bilden kann und muss. Denn letztendlich, ob das Material ein Pulli war oder eine Plane, ist letztendlich egal, wenn das Material wieder in den Einsatz kommt. Wir haben es ja mit der PET-Flasche schon gehört, wo die Kunststoffindustrie uns eben auch Material insofern zur Verfügung stellt. Also ich denke, ein Pooling kann dazu führen, dass eben Anlagen regional besser ausgenutzt werden und eben auch eine gewisse Kontinuität bei den Rezyklatflotten hergestellt werden können, indem man eben auf große Materialpools zurückgreifen kann und entsprechend der Pools auch die Verfahren bestücken kann mit, Materialmengen und den entsprechenden Anteilen, um dann je nach der Anwendung die richtigen Rezyklate auch zu erhalten. Und dafür sind, wie Sie es richtig ansprechen, Reallabore notwendig. Das Ganze muss upscalbar sein, ganz besonders im Bereich von den synthetischen Fasern, denn die sind nun mal ist die Faser, die am meisten verbreitet ist. Und selbst wenn wir das Thema Bioökonomie voll ausfahren und auch länger unsere Produkte nutzen, wird doch ein enormer Anteil an synthetischen Fasern nach wie vor für das Recycling einfach im Land sein. Deswegen ist da sehr großer Handlungsbedarf. Das ist wie so ein großer Tanker, den steuern Sie nicht von heute auf morgen um. Das heißt, es dauert ein bisschen und entsprechend auch wirklich große Upscaling-mäßige Projekte dazu. Alles klar, Materialpools. Ich habe es mir gemerkt. Rolf Heimann. Nun ist es so, dass wir von der Hess-Natur-Stiftung auch die letzten Jahre versuchen, die verschiedenen Kreise einfach mal an einen Tisch zu bringen, dass wir, wenn wir über Lieferketten, Recycling-Infrastrukturen, René, sprechen und so weiter. Und das könnte doch eine fantastische Rolle sein der DBU, dass sie das unterstützen, dass es genau diese Roundtable, wir nennen das so immer geführte Fachgespräche, dass man sich einfach mal gegenseitig zuhört, weil das ist tatsächlich unsere Erfahrung. Professor Rabe, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, wo wir dann gemeinsam festgestellt haben, ja, viele denken so in kleinen Kreisen, aber diese kleinen Kreise müssen moderiert werden. Unternehmen müssen entsprechend abgeholt werden, müssen die Nöte der anderen auch besser kennen. Also ich glaube, es braucht Moderationsprozesse auch. Und die ein oder andere, das haben Sie mir heute schon angemerkt, die ein oder anderen Respekt vorm zu hohen Berg würde ich auch gerne nehmen wollen. Und vielleicht kann da die DBU gerade auch, was den Mittelstand angeht, auf der Ebene vielleicht unterstützend moderieren. Habe ich mir notiert. Multi-Stakeholder und geführte Fachgespräche, Roundtables. Vielen Dank, Heimann. Da würde ich auch gleich anschließen an der, an dem Punkt würde ich auch gleich anschließen wollen, weil es gibt sehr viele Initiativen aktuell, aber es fehlt oft noch so ein bisschen von der Moderation her. Es fehlt auch noch ein bisschen vom Engagement, gerade von Mittelständern gewissermaßen. Und was ganz wichtig ist, ist wirklich auch die Weiterbildung fördern, dass halt die Stakeholder auch auf einem gleichen Wissensstand sind bezüglich Kreislauffähigkeit, bezüglich nachhaltige Materialien. Was sind für die Stakeholder nachhaltige Materialien? Was sind für den Kunden nachhaltige Materialien? Weil das kann man ganz breit fassen. Und da muss man auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und da kann die DBU, glaube ich, gut unterstützen. Ja, super. Vielen Dank. Frau Rabe. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dran bin. Dann würde ich den Gedanken vom Reallabor noch aufgreifen und ausweiten. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland, ich nenne das jetzt mal Microplants. Wir brauchen einfach Standorte, an denen Recycling funktioniert. Und es gab jetzt auch bei Ihnen im Team, Herr Diebel, vom Gesamtverband ja auch so Recherchen, wo steht Europa eigentlich im Recycling-Markt? Und da ist Deutschland ausgesprochen schlecht. Wir haben überhaupt keine Recycling-Hubs. Die finden Sie in Nordeuropa. Das heißt, es hat nicht nur zu
tun, niedrige Arbeitslöhne, sondern es hat irgendwie auch mit Mut und Cleverness zu tun und vielleicht auch der Bereitschaft zum Umweltschutz. Also das kann ich mir über solche Microplans vorstellen. Das geht für mich jetzt ein Level über so ein Labor hinaus. Das heißt, da können auch schon Mengen bewegt werden. Das könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht würde es auch dazu passen, dass die, dass wir natürlich Massenkunststoffe haben, aber wir haben auch sehr hochwertige Nischenkunststoffe, für die von der Wertigkeit her einfacher ist. Ich denke jetzt mal an Hochleistungsfasern, Aramid oder Hochleistungskunststoffe im Bereich Berufsbekleidung, Flankschutz, auch immer. Da sind so viele Produkte und das könnte ich mir schon für sehr interessant vorstellen. Es würde mich auch sehr reizen, da mir Gedanken zu machen. Hört sich sehr vernünftig an. Ne? Wir sehen ja, dass viele neue innovative Verfahren sich zunächst erstmal in hochpreisigen Nischen etablieren können, damit sie dort ausreichend Erfahrung machen und erst dann sich sozusagen durchbauen und skalieren auf die großen Märkte. Gut, Frau Butte, gerne. Sie möchten ein neues Start-up gründen? Nein, Sie haben noch weitere Ideen. Schießen Sie los. Aber so ein Microplant könnte ein Start-up sein. Ja, finde ich auch. Also ich finde es motivierend, was Sie machen, Frau Butte. Super. Vielen Dank. Ja, und sehr gute Vorschläge auf jeden Fall für so ein Reallabor, auf jeden Fall. Und ich würde gerne noch eine neue Perspektive zu dem Thema, das Rolf Heimann und René Bethmann auch genannt hatten, Richtung Multi-Stakeholder nennen, und zwar eine technische Perspektive zu diesem Thema. Denn ich denke, es braucht Harmonisierung von verschiedenen Lösungsanbietern und Datensystemen letztendlich, also Stichwort auch Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, was Herr Diebel eben auch in seiner Präsentation genannt hatte. Um das zu ermöglichen und dieses Potenzial zu entfalten, müssen wir auch verschiedene Lösungsanbieter vernetzen und eben diese Datenstandards schaffen. Wir gehen das beispielsweise an, um mit Lieferketten-Transparenz-Startups unsere Daten zu harmonisieren oder um sozusagen nach der Materialwahl dann nach Produktionsstätten zu suchen auf anderen Plattformen und da wirklich diese Vernetzung zu schaffen, um gemeinsam so Stichwort Collaborative Impact eben noch zu verstärken. Das wäre unser Anliegen. Wunderbar. Tolle Tipps. Vielen Dank. Wir werden die in Ruhe auswerten. Ich komme jetzt so langsam in die Abschlussrunde. Wir haben es 4:05, also in time. Ich habe jetzt für jeden eine kleine, kurze Frage an Sie vorbereitet und ich würde Sie bitten, die kurz und knapp und eher heiter aufzunehmen, was ich Ihnen jetzt an interessanten Fragen stelle. Ich fange an mit unserem ersten Referenten, mit Herrn Bethmann. Welche Forschungsfrage würden Sie ganz gerne mit Frau Professor Raabe angehen und gemeinsam beforschen? Ja, es ist schwierig, weil wir sind in einigen Forschungsprojekten schon mit der Frau Raabe drin. Von daher ist es für mich halt da schwierig, jetzt da jetzt noch was weiteres zu nennen, weil wir schon da ganz spannende Themen haben bereits. Okay, gut, alles klar. Dann hatte ich nicht gewusst, aber gut zu wissen. Frau Professor Raabe, ich bleibe jetzt bei Ihnen dadurch. Sie bekommen von der DBU 125.000 Euro zur Verfügung gestellt, fast bedingungslos. Es gibt nur einige Bedingungen. Sie müssen ein Start-up in der Textilbranche gründen. Wie heißt es und was macht es? Also dann wäre das ein Start-up Microplant Recycling und dann würde ich auch einfach mal die Jacken von Herrn Bethmann nehmen. Könnten wir ja nehmen. Also 100% Polyester finde ich gut. Und da wäre die riesige Herausforderung, es ist ja nicht nur der Kunststoff drin, es sind eben auch Farbstoffe und Ausrüstungshilfsmittel drin. Selbst wenn das schon quasi eine Monomaterialgeschichte ist, dann sind da 2-3% von anderen Dingen drin, bis hin zur Kontamination. Also das würde ich dann damit machen, wobei mich mit den 125 käme ich vielleicht noch nicht so weit. Nee, da würden Sie gerade mal starten. Ich danach wieder zu Ihnen, Herr Hempel. Ja, genau. Ich sehe das schon. Das wird dann ein Kontinuum. Nein, ich muss ja das Startup gründen und dieses Startup hätte dann natürlich ein Crowdfunding und dann würde es gehen. Ja, genau. Das ist ja erst der Start. Ina Budde, wen sollen wir von der DBU als für den nächsten DBU-Salon zum Thema zirkuläre Textilwirtschaft einladen? Gute Frage. Beispielsweise Arianna Nicoletti, die sehr viel auch im Bereich Fashion Revolution solche Dinge eben auch vorantreibt, fällt mir jetzt so als erste Idee mal ein. Alles klar. Schicken Sie mir mal bitte irgendwie die Kontaktdaten, ja? Sehr gerne. Gut. Johannes Diebel, beim nächsten Tag der offenen Tür werden Sie von Schülerinnen gefragt, welche Ausbildung muss ich eigentlich durchlaufen, damit ich hier einen tollen Job machen darf?
Ja, also ich habe lustigerweise was ganz anderes gelernt. Ich bin gelernter Bauzeichner, bin Maschinenbauer im Studium, habe ein Business Management noch gemacht und bin dann beim Textil gelandet. Also egal, was Sie studieren, was Sie lernen, Sie haben immer die Möglichkeit, am Ende auch bei Textil oder wo auch immer zu landen. Genau, machen Sie es mit Herzblut, dann kommen Sie hin, wo Sie hinwollen. Rolf Heimann, uns hören jetzt fast 200 Menschen zu, die allesamt irgendwie auch Verbraucherinnen, Kunden und Verbraucher sind. Welche Botschaft möchten Sie den Zuhörern mit auf den Weg geben? Ja, ganz einfach. Fangen Sie an. Alles startet mit Bewusstsein, wie ich gesagt habe. Machen Sie sich Kreislauffähigkeit ins Bewusstsein. Fangen Sie an. Schauen Sie, wo die low-hanging fruits sind. Akzeptieren Sie, dass es ein Prozess ist. Und fangen Sie bei dem Kleinen an. Sie werden merken, es macht Spaß, es bringt Erfolg. Und tragen Sie die, multiplizieren Sie die Idee. Wunderbar. Also Anfang jetzt und nicht morgen. Als letztes möchte ich Ihnen, wir haben es kurz vorm Wochenende und dann erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch aus eine kurze Passage aus einem Science-Fiction-Roman vorlese. Der Roman heißt Alles außerirdisch ist von Horst Evers und eine der lustigen Art. Ich zitiere, die Protagonistin Runia war für ihre Mode, Vernarrtheit und Liebe zu feinen, edlen Stoffen bekannt. Ferner hatte sie intelligente und vor allem emotionale Textilien entwickelt, bei der sich die Produktionsbedingungen in den späteren Trageeigenschaften niederschlugen. Die Textilie nimmt die Umstände, unter denen sie hergestellt wurde, empathisch in ihren Charakter auf. Je schlechter, unwürdiger die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, desto stärker kratzen diese Kleidungsstücke. Allerdings funktionieren diese emotionalen Stoffe auch andersrum. Je besser die Bedingungen der Verarbeitung, desto angenehmer sind sie zu tragen. Ich finde, das ist eine wunderbare Inspiration, wo wir vielleicht in 20, 30 Jahren hinkommen. Emotionale, intelligente Textilien. Ich verabschiede mich. Mir hat es mord Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wissen jetzt, warum die Deutschen hat das letzte Wort. Wir wissen, warum die Deutschen so oft nörgeln. Sie haben es jetzt erklärt. Da ist eine schlechte Laune im Textil. Es kratzt. Kleidung kratzt. Ja, dann mache ich mal das Schlusswort. Das war eigentlich ein Bondesjob, aber der hat leider keine Zeit mehr, darum übernehme ich das. Ihnen allen, Frau Budde, Frau Professorin Rabe, Herr Bethmann, Herrn Diebel, Herrn Heimann, ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge heute und die spannende Diskussion. Wir konnten nicht alle Fragen beantworten und das Thema ist bestimmt noch für mindestens 3 weitere Online-Salons super geeignet, aber wir haben heute erstmal einen gemacht. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge und Ihre Aktivität und auch vielen Dank natürlich an die Teilnehmenden aus dem Publikum für die Fragen und Diskussionspunkte. Auch da konnten wir leider nur einen kleinen Teil aufgreifen, aber das hat uns sehr geholfen, die Diskussion hier in die richtigen Bahnen weiterzulenken. Ganz vielen Dank dafür. Jetzt noch ein kurzer Ausblick, bevor es dann für alle ins Wochenende geht. Die Circular Economy bietet nicht nur unternehmerische Chancen, sondern hat auch zahlreiche Forschungsfragen, die beantwortet werden müssen. Und deswegen möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, vielleicht sind ja Interessen hier im Publikum auch da, dass wir im Rahmen unseres Promotionsstipendienprogramms die Förderung eines inter- und transdisziplinären Promotionskollegs planen für Forschung, Entwicklung, Innovation und Transformation im Bereich der Circular Economy. Und in diesem Kolleg werden die Herausforderungen einer Circular Economy im gesamten Lebenszyklus von Produkten und für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem adressiert. Das betrifft besonders Fragen aus Sozial-, Geistes-, Rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen und künstlerischen Fachgebieten, also so ein bisschen aus dem klassischen technischen, naturwissenschaftlichen Bereich hinaus. Aber den wollen wir natürlich auch drin haben, also auch technische, mathematische und naturwissenschaftliche Disziplinen. Und wir möchten damit also überdurchschnittliche Absolventinnen und Absolventen ansprechen, die Lust haben, nach ihrem Master eine Promotion zu beginnen und zukunftsfähige Lösungsvorschläge für aktuelle Umweltprobleme zu erarbeiten. Bis zum 15. Juni kann man sich da bewerben. Und wer Interesse hat, kann das auf unserer Website sehen. Wir freuen uns auf spannende Bewerbungen. Das noch so als letzter Infoblock. Und jetzt wünsche ich uns und Ihnen allen einen schönen restlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.